Wollen wir eigentlich quasi ansagen, dass wir jetzt auch ohne Flumi weiterspielen, weil die scheiße ist und nicht zum Spielstil passt, und lassen wir das dann raus? Ja, ach so, wir müssen jetzt, es werden jetzt die einleitenden Worte. Hallo lieber Zuhörer, die White Russians bestehen jetzt nur noch aus White und Russian. Also das wäre dann der Trolley, der sich Stallone Fummler nur noch nennt. Und ich, der awesome Gefummelte. Wir wollten einfach diesen weiblichen Touch loswerden, der war ganz furchtbar. Nee, diesen männlichen Touch. Ja. Stimmt. Also hast wir recht. Beide sind ja sehr weiblich. Also ja, das ist richtig. Mit ihr sehr männlich, wir haben den männlichen Touch jetzt auch endgültig raus. Ja, der bringt einfach keine Quote. Wir machen jetzt auch richtig. Nur noch irgendwelche Thumbnails mit Titten. Und flirten mit Eiswürfeln. Nicht vergessen. Ja, na klar. Komm, hör auf, dich jetzt so anzustellen, das gefällt dir doch. Also Flummi ist weg, wir machen jetzt zu zweit weiter. Richtig, das ist auch viel schöner. Ihr habt ja gemerkt, wie schlecht das Netz letzte Mal da bei 6 und 7, nee, was waren das doch? Insgesamt Moment. Von 1-1 bis jetzt war es einfach furchtbar. Hier, Kollege, ich hab da euch einen Fehler gemacht, oder? Wieso? Beim Zählen. Wieso? Das ist jetzt gar nicht die 7, oder? Doch, ist die 7. 7 und 8 kommt heute. Bei der 5 und bei der 6 war die schon wieder so scheiße, die alte. Deswegen haben wir sie rausgeworfen. Das hat einfach dem Fass den Boden ausgehauen. Das zieht uns auch einfach immer so runter, ne? Ja, und die will nicht runnen und die würfelt scheiße. Ja, das ist... Lass uns doch anfangen, mein Johnson ruft mich an. Ich habe einen Auftrag für Sie. Es geht darum, dass Sie unter meinen Schreibtisch klettern, meine Hose eröffnen und dann anfangen, ne? Den Grind oder der Vorhaut vorzukratzen. Genau. Damit wir das heute Abend auch nochmal gesagt haben. Aber wir haben auch schon ewig nicht mehr Buttplug gesagt, ne? Haben wir schon ewig nicht mehr Buttplug gesagt? Ja. Nicht oft genug zumindest. Ich glaube, du hast recht. Oder ich habe es immer rausgeschnitten, wenn wir es gesagt haben. Alter. Als ob ich mir die Folgen anhören würde. Na, das letzte Mal hast du mir gesagt, dass ich mein Outro scheiße gemacht habe, weil ich so komisch klinge. Dein Outro höre ich mir immer an, damit ich wenigstens noch was Neues habe. Wie, was sag mal, Neues? Lassen wir die ganze Scheiße jetzt eigentlich auch drin? Das ist natürlich, okay, wir müssen doch... Lass uns loskommen. Los, jetzt, hier, bam, katau. Wo fangen wir denn an heute? Was ist denn für ein Tag? Kommt drauf an, wie weit du springen willst. Wir haben am 15. aufgehört, Mittwoch. Also ist da heute warte, Billys Geburtstag. Du willst bei Billys Geburtstag loslegen? Es wäre Samstag, nee, Moment, 17. Freitag. 17. Mai, ja, 2080. Du willst echt mit deinem Geburtstag was machen? Ja, ich bin immer alleine an meinem Geburtstag. Okay, Freitag, 17. Mai 2080, Billy wacht auf, es ist ihr Geburtstag. Geil, und da du deinen Geburtstag jetzt angebracht hast, kannst du ja mal kurz sagen, wie das so in den vergangenen Jahren war, wie du deinen Geburtstag da begangen hast, damit ich ungefähr weiß, was ich hier zu tun habe, untenrum. Ja, genau, damit fängt es normalerweise an. Nein, die letzten paar Jahre, nachdem Billy eigentlich in Moskau angekommen ist, waren ihre Geburtstage eher immer sehr allein. Also während des Tages, sage ich mal. Allein im Sinne von Meet Body World. Also da hat sie sich im Endeffekt immer nur um sich selbst gekümmert und fand auch nie irgendeinen Gefallen daran, irgendwas mit Leuten zu machen. Und abends ist sie dann normalerweise immer ausgegangen. Das heißt, einen Tag über hat sie sich um sich selbst gekümmert, mit lange Badewanne oder Dusche und Haare machen und Nägel machen und selbst mal wieder Nägel gemacht und Make-up. Dann den Kleiderschrank durchlaufen von hinten bis vorne. Alte Sachen rausgeschmissen, gedacht, dass er mittlerweile... Jetzt ist sie ja 31 Jahre alt mittlerweile. Ach du Scheiße. Also ein Elfen-Teenager nicht mal. Nein. Und dann hat sich Billy eigentlich den ganzen Tag bis abends... Oder wird sich Billy den ganzen Tag bis abends in der Matrix aufhalten. Eingeklinkt. Auf der Couch. Okay. In ihrem Pelz. In ihrem Pelz. Einfach damit du ihn tragen kannst, ja. Einfach nur, damit er eine Daseinsberechtigung hat. Finde ich gut. Ne? Kaplem, was wollte ich denn gerade? Genau. Und zwar, während du dich da um dich kümmerst, wird irgendwann dein Kopf... Oh, mein Ding rappabbelt. Quasi, ja, das ist so schön. Unser Zuschauer wird jetzt wahrscheinlich noch überraschter sein als ich gerade eben. Das ist so gut. Ah, schön. Ja, mein Ding rappabbelt. Ja, Billy wird rangehen. Ja, es ist Vicky. Vicky? Hm? Hallo Vicky. Also hier über Rufumleitung, du hast ja die Koi-Com-Link-Nummer gegeben und bla, ne? Ja, ja, verstehe. Ja, aber nicht die mir geklaut wurde, wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, worauf du jetzt angespielt hast.
Na, du hast ja, wenn du in die Call Comlink hast, hast du ja quasi einen Vertrag mit der Nummer und das Gerät. Und du kannst ja Umleitungen bei deinem Vertrag quasi schalten, dass du dann die Anrufe, die eigentlich über deinen Decoy kommen, jetzt auf deinem Kopf hast. Aha, gut, ja. Ja, sowieso. Genau. Jo. Hallo. Können wir uns treffen? Heute. Wann, wo, wie? Na, mir ist egal, vielleicht nicht zu spät. Und wo ist mir eigentlich auch egal. Okay, schlag was vor. Okay. Einfach irgendein Kaffee? Wo bist du denn? Circa. Na, ich bin hier in Donskoi. Ach so. Also normalerweise bin ich in Donskoi und gerade eben bin ich auch in Donskoi. Wie wär's mit dem kleinen Prinz? Sagt mir nichts, wo ist denn das? Kaffeehaus, das ist, ein... Warte mal, ich schick dir eben mal die Adresse durch. Kennst du das nicht, den kleinen Prinz? Nee. Er ist halt ein Kaffee- und Teehaus. Ja, finde ich gut. Ist ganz nett und kuschelig und da kann man sich auch ins Separé setzen. Da ist man relativ ungestört. Alles klar, dann machen wir es so. Was gibt's denn? Was gibt's denn? Was gibt's denn? Ist das dringend? Nein, es ist nicht wirklich dringend. Aha. Also, nee, es ist nicht wirklich dringend. Das passt schon. Okay. Ja, ich brauche hier noch ein bisschen. Soll ich dir Bescheid sagen, wenn ich losfahre oder brauchst du genauer Zeit? Ja, reicht, wenn du mir eine halbe Stunde vorher oder so Bescheid sagst. Ja, kommst dahin zügig, ja? Zügig genug auf jeden Fall. Ja gut, ich muss hier noch ein bisschen Sachen fertig machen und dann würde ich lostuckern und dir Bescheid sagen vorher natürlich. Ja. Okay, also wie gesagt, ich sag Vicky Bescheid, da waren wir noch gerade, oder? Genau. Dass ich ihr Bescheid sage, sobald ich losfahre. Alles klar. Der kleine Prinz ist ein Kaffeehaus im B-Gebiet, nehme ich an. Ja, es ist an dem Rande zu einem C-Gebiet. Es ist schon ein besseres Kaffeehaus im Endeffekt. Also schon nicht irgendwie, wo der Abschaum rumrennt oder nur, keine Ahnung, also Runner oder so irgendwas würden da nicht hingehen, sondern es ist halt schon, sag ich mal, bessere Lohnsklavengegend, ganz nette Einrichtung, süß ausgestattet und die haben halt viel lecker, lecker, lecker. Meinst du mit süß ausgestattet, Alter, es geht heute schon nicht mehr, ausgestattet diesen russischen Kitschprunk oder was anderes? Ja, es geht in die Richtung Chippendales auch, ne? Wenn dir das was sagt von der Einrichtung her. Natürlich. Okay. Ja, also es ist quasi, wenn du es zusammenfassen willst, wie du es gerade sagst, quasi Kitschprunk, aber doch schon etwas besser. Sag mal, Einrichtung Chippendales. Ja. Hat nichts mit den Strippern zu tun, also, ne? Gut, das war nämlich das Einzige, was ich kenne Nee. davon. Warte, ich muss das mal googeln. Ich habe hier die Chippendales. ganze Zeit Stripper vor der Nase. Ah! Noch mehr Stripper. Ah! Penisse. Ah! So, haben wir es schon wieder nach ein paar Minuten geschafft. Auf jeden Fall, ich weiß Bescheid. Ich weiß nicht, vielleicht spreche ich es auch falsch aus. Möbel. Es gibt auch Chippendale-Möbel. Ja, wenn man Möbel zu Chippendales eingibt bei Google, dann kommen auch nicht nur Stripper raus. Ist witzig, dass es die Möbel gibt es schon so viel länger als die Gay-Strip-Band. Ja, aber wenn ich mir die Möbel angucke, Alter, da gucke ich mir auch lieber die Stripper an. Das ist einfach eine Tatsache. Och komm, so schlimm ist das nicht. Also die Ottomanen als Nee, ne, Beispiel. die sind schon ganz nett, aber Möbel, Alter, da Das stelle ist ich was halt. rein, die sind ja nicht zum Angucken, aber Männer. Personal Details. Schau dir mal die Ledercouch-Garnitur an, Alter. Das ist doch. Das hätte ich mal gerne, mein Freund. Sehr geil. Ja, ist es auch. Warte mal, ich schick dir mal den Link. Das ist echt. Das ist mal ein Wohnzimmer, was du als Kerl haben musst. Da kannst du. Da willst du einfach nur noch sitzen und eine Zigarette rauchen. Oder auch nicht. Aber das. Ach, guck dir das mal an. Das ist. Das ist doch geil, Alter. Das ist. Geschmäcker sind verschieden Da und ich kannst habe du keinen, das wenigstens weiß sagen, ich, aber. weißt du, mein Essen hat ein Gesicht haben zu müssen, gefälligst, und außerdem meine Möbel. Das wiederum finde ich in Ordnung. Jetzt habe ich es verstanden. Jo, das ist männlich. Das Das ist ist ja ein männlich, tote Tierhaut, Alter. Herrenzimmer und Pelz. Und dafür auch vier Butzen im kurzen Röckchen. Schwarz, bitte. Ja, bitte. Also die Röckchen natürlich, ne? Nicht, also, oh Gott. Bei dem anderen sind wir für alles offen, ich verstehe. Vor Wo allem haben die wir Slips. Boobs? Alles klar. Okay, Gott, wäre das eine Boob-Session, du und ich zusammen? Sind wir nicht. Nee, wir sind doch die. Nee, ja, Achso, wir sind ja komm. die Weiber, Entschuldigung, ja, hast ja recht. So, Okay. Gut. Chippendales, Tripper, Ja, genau. Kaffee. Genau. Du Also bist ein paar schon. Minuten eher da. Es sind. Moment, Moment, Moment. Darf ich noch ganz kurz, bevor wir loslegen? Janne. Und zwar wollte ich noch eine Sache machen. Du und ich hatten das ja schon besprochen am Wochenende. Ich wollte das jetzt kurz hier kundtun und darfst mich gerne noch anregend irgendwie begleiten.
Aber. Oder erregend. Mit Gleitcreme, ja, ich hab's verstanden. Ist ohne Bitte, ohne Vasili, auch wenn wir in Russland spielen. Weil die Klabusterbärchen und so, jetzt sind wir wieder beim Wochenende. Die ganzen Zuhörer werden sich fragen, was wir am Wochenende eigentlich so treiben. Ich glaube Jo. inzwischen nicht mehr. Naja, stimmt auch wieder. Gut, die Sache, die Billy machen wird, ist folgendes. Im Data Haven wird sie an eine der Pinnwände gehen quasi. An eine der Entrance-Wände. Im Ninja Gaiden Outfit, genau, im Ninja Gaiden Outfit wird Billy sich dann Sprühdosen, also AR-Sprühdosen quasi, VR-Sprühdosen, wie auch immer du das nennen möchtest, und wird ein Tag an die Wand schreiben: Der Fuchs im Bau, Zenit dreht Hardcore-Vergewaltigungspornos mit Hunden und jungen Damen. Und wird den, mit Brummlibär, und wird den Brummlibär-Porn, die Filmrolle dazu gleich nebendran anheften. Darunter der Vermerk in Gedenken an Babel und wird dann wegrennen. Okay, Also bleibt es im Data Haven zugänglich und sie wird noch auf ein paar Public Pages diesen Link posten und sich genau, anschließend rebooten. das wollte ich noch wissen. Es gibt ja nicht nur einen Data Hebel. Also ich nehme an, halt in allen, die du so kennst, wo du Zugriff hast, machst du das mal. Also sagen wir es mal so, was ich natürlich, wo ich mich auskenne. Die natürlich, und meine ersten Anlaufstellen sind die, wo ich weiß, dass es definitiv nicht gelöscht wird, so dass es sich in der Matrix verewigt quasi. Denn ihr wisst ja, wenn ihr Nacktbilder von euch im Internet postet, die werden niemals gelöscht. Deswegen empfehle ich euch, niemals Nacktbilder von euch posten. Alter Das ist auch Dös, ein weißt du, was wir hier für Audio hochladen? Das ist echt sehr kontraproduktiv. schlimmer als Nacktbilder, meinst du? Definitely. Gut, aber hier gibt's ja kein Gesicht zu mir. Nein, habe ich. Nein, habe ich nicht auf Facebook hochgeladen, dein Gesicht. Fuck you. Also, wie dem auch sei. Das macht sie und dann wird sie halt diese Sachen posten. Unter einem Deckmäntelchen wird sie noch bei Horizon entsprechend den Link zu dem Pinboard von diesen Havens posten. Das ist nochmal interessant. Wo bei Horizon? Irgendwo, also genau, wo bei Horizon? Und die Idee wäre, quasi den Beitrag zu nehmen, der jetzt gerade über Zenit war, den wir auch bei uns auf den Nachrichten hatten. Genau dort unten drunter ein User-Kommentar zum Thema, was bei Horizon so alles falsch läuft. Und dann den Bei Link Zenit. einfach nur. Meine ich doch, sorry, was bei Zenit alles falsch läuft. Oder Alles klar. außerdem alles falsch läuft. Alles klar, Dankeschön. Wie macht man das denn jetzt? Das überlasse ich dir Dein, jetzt. das ich überlege für mich und muss immer Selbstgespräche führen, die nicht wirklich kontraproduktiv sind, weil ich mich dann von meinen eigentlichen Gedanken ablenke. Dann Also. sind sie ja kontraproduktiv und nicht kontraproduktiv. Anyways, also. Das wird sowas von ins Soundboard kommen. So, jetzt muss ich noch mal kurz 5 Minuten Pause machen. Nein. Okay, mach Du mal. hast. Also, ich meine, bei Babel von dem Blick zu sprechen ist natürlich möglich, aber es fühlt sich eher an, wie als wäre. Aus den Tiefen der Matrix erklingen ja 100 Millionen, 1000, ja, das ist eine Zahl, Stimmen. Das heißt aber Und. Bazillion. Bazillion, alles klar. Bazillion. Und. Es, also, sie, die, die. Also Stimmen kommen ja nicht einfach irgendwo her, da gibt es ja auch Sprecher dazu. So. Und die Sprecher scheinen zum Teil wohl aufmerksam auf diese Aktion geworden zu sein. Und eben jene, welche auch mit Babel verbandelt sind oder in deine Richtung, deiner Strömung irgendwie geneigt sind, die scheinen das mit Wohlwollen aufzunehmen, was du da getan hast. Es fühlt sich gut an. Doch, das ist schon ein Ich bisschen geil. hab das Richtige getan. Also ich meine das Richtige, bla, aber du weißt, was ich meine. Ja, Alles klar. das heißt volle Breitseite. Hat volle Breitseite Geilheit oder was? Ja, nee, volle Breitseite gegen Zenit halt. Ich meine, ich erhoffe mir natürlich auch von Horizon jetzt, dass die den Schinken aufpicken quasi. Soll ich schon wieder News für euch schreiben oder was? Ich glaube, ihr habt eine Packe. Ja. Mach mal was für dein Geld hier. Für meine Watt Schläge kriege ich ja nur von euch. Ja, das brauchst du doch auch. Aber es hält mich nicht am Leben. Ich lebe Ja. nicht nur von Luft und Schlägen. Blaue Flecke. Davon schon eher. Gut. Ja, und dann wird Billy sich fertig machen, sich schön anziehen. Es ist ja, sie wird nicht ihr weißes Sonntagsausgehkleidchen zur orthodoxen Kirche anziehen, aber sie wird, Moment, sie trifft sich mit Vicky. Die Second Skin ist an. Und die Hammerli. Falls Vicky dich über den Haufen schießt. Nee, das nicht, aber wer weiß, was die von mir will, wenn Vicky mich anruft.
Du willst Da, eine Waffe in ein B-Gebiet, in ein Kaffeehaus mitnehmen? ach so, ich habe keine Lizenz für die, ne? Ah, Nicht so scheiße. richtig. Ja, ich weiß, worum ich mich heute auch noch kümmern werde, aber das macht ja nichts. Jo, dann, ja, wie gesagt, also keine Waffe, die kommt, die bleibt im Auto, aber sie wird die Second Skin halt anziehen und das wird sie machen. Es ist auch tatsächlich so, dass, weil du jetzt einen Treffpunkt vorschlagen konntest, weil du ja nicht mit dieser kleinen Krücke, die da am Bein hing, immer oder am Bein hüpfte, unterwegs bist, dass du dort voraussichtlich keine Waffe brauchen wirst. Also, ich meine, die Polizei patrouilliert schon öfter, da gibt es ein paar Drohnen und die Leute sind einfach nicht so abgefuckt und rennen überhaupt mit Waffen rum. Und wenn keiner eine Waffe hat, kann auch keiner schießen. Die Waffe tötet keine Menschen, der Mensch tötet Menschen. Mit Waffen. Ja. Scheiße. Alter, Ich lieb das den ist so Spruch. dumm. Ich lieb den Spruch. NRA! NRA! Meine Russians haben nichts gegen Waffenbesitz. Und auch nicht gegen Menschen töten, ne? Solange wir es nicht sind. Alt mit Recht. Mit Sinn und Martial Law. Verstand. Irgendwie muss man doch der Überbevölkerung Herr werden. Richtig. Wir sind ja auch wie heißen sie denn gleich wieder hier, die Jungs in Amerika? CIA, genau, wir sind ja vom CIA beauftragt, Meinungsmache für Waffenmissbrauch und Drogenkonsum. Ach ja, dann Richtig. muss ich ja kurz nochmal, was mir heute gemeldet wurde, vorlesen. Man kann nicht Kondome verbieten und gleichzeitig Waffen auch. Also das ist so eine antikirchliche Sache. Wo waren wir? Irgendwo, ne? Beim Kaffee. Du hast eine E-Mail gekriegt, wo drin steht, man kann nicht Kondome und Waffen gleichzeitig verbieten? Das ergibt ja keinen Sinn, wenn du sagst, hier Kondome verbieten, dann gibt es mehr Menschen. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, was ich meinte, aber es ergab kurz in meinem Kopf Sinn. Ach, du quasi gegen die Überbevölkerung zu arbeiten. Genau. Ich weiß auch Ja, nicht, was ich damit Kirche wollte. Ich bin, wenn ich immer wüsste, wovon ich rede, weißt du, eigentlich habe ich ja das Gummi dafür geht doch gehabt, dass sie um dumm die. dasteht, aber jetzt ist jetzt ein bisschen blöd. Das geht doch um die Heiden wieder. Um die Heiden, alles klar. Also jetzt nicht, dass sich irgendwelche Muslime von mir angegriffen fühlen. Ich meine mit Heiden natürlich auch Buddhisten und Mormonen und Hinduisten, Ägypter. Ganz schlimm. Die richtigen Ägypter. Weißt du, du Also zählst fünf Tieffacher. Glaubensrichtungen und eine staatliche Bevölkerungsgemeinschaft auf. Ein Landbereich. Ah, Grenzgebiet. Also, nee, komm. Spaß beiseite. Also, ich fahre zum kleinen Prinz. Du fährst zum kleinen Prinz und Sag natürlich Vicky vorher Bescheid und du hast gesagt, ich bin 5 Minuten vorher da. ja, okay. Du bist auch eher da und das verhält sich dergestalt, dass wohl irgendeine PR-Kampagne war von einem kleineren Con, der jetzt auch dir namentlich jetzt nicht so geläufig sind. Die haben jetzt auch keine Uniform oder so ein Shit an, aber da sind halt ein paar Lohnsklaven rum und gepflegt. Ne? Kein Seder Krupp? Kein Seder-Krupp in Moskau, dus. Nein! Wenn du es unbedingt willst, Why? lasse ich ein Drachenei auf dich fallen, Alter. Pupen auf mich, Pupen. Nee, ich meinte das andere Drachenei. Ach so, ja. Oh, das Bodendrogen. linke. Das linke. Das Scheiße. linke ist immer größer als das recht. Können wir mal zum Thema Ja, kommen jetzt? ich glaube, seit 15 Minuten möchten wir im Kaffee ankommen oder so. Okay, Entschuldigung, ich halte die Fresse. Hau rein. Ah, Es wird doch also. noch witzig heute. Für mich schon. Ja, für mich auch. Ich glaube, ich hole mir jetzt noch ein Monster. Macht das bitte, bevor ich fortfahre. Du bist also da, du bist 5 Tage eher da. Wie gesagt, die Situation ist relativ entspannt. Die trinken da gemütlich ihren Kaffee, sind gute Laune, haben wohl irgendwie was gerissen mit ihrer Aktion. Das ist ganz großartig. Die haben was gerissen mit ihrer Aktion? Na, wie gesagt, die hatten ja irgendwie scheinbar, was du so aus dem Gespräch mitkriegst, eine kleine PR-Aktion, die wohl irgendwie. Es ist wohl kein Grund, dass sie von ihren Chefs einen Anschiss kriegen. Deswegen sind die ganz gut drauf, haben wohl auch ein bisschen eher frei. Ist eine ganz entspannte Situation. Ganz anders, als wenn du mit diesem Fickfehler unterwegs bist, weißt du? Mit dieser Nachgeburt. Richtig. Immer diese Nachgeburt mit ihrer verfilzten Haare, Alter. Aber das machen wir gut heute. Ja. Sie ist ja auch endlich weg. Das ist super, Alter. Jetzt endlich Männer-Action. Shadowrun ist ja auch eine Männersache. Und weil Shadowrun so eine Männerangelegenheit ist, kommt dann auch Vicky, die Frau, ganz adrett angezogen, nicht im Steampunk-Look wie sonst, weil das nicht so richtig in What? die Gegend passt. Na, das ist ein bisschen. Ah, so Also sie würde schon Blicke Camouflage. auf sich ziehen. Es ist halt, sie trägt eine Bluse in hellem Blau und irgendwie so ein Rock und Strumpfhose.
ist nicht so krass überschminkt und hat auch diese Goldflügel da an den Wimpern nicht drauf. Also ist sie quasi camouflaged, inkognito. Inkognito, genau. Ja, Männerrunde, inkog. Pimmelwitze. Ja. Geil. Sie hat dafür relativ krasse Augenringe und was dir das erste Mal so auffällt, relativ häufig tremorartige Sachen in beiden Händen. Moment, was? Krampfartige Zuckungen, Zittern in den Händen. Alle hat die die. Okay. Sie sieht nicht aus, als wäre sie auf Drogen gewesen oder wäre sie auf Drogen, denn damit kennst du dich aus. Hat sie irgendwelche Augmentations an sich dran, die ich mitkrieg? Sie hat auf jeden Fall eine Datenbuchse, aber. Die hat sie schon immer gehabt oder sehe ich sie zum ersten Mal? Nö, die hat sie schon immer gehabt. Zumindest hat sie einen Okay. Datenbuchseneingang, es könnte auch sonst irgendwas sein. Lässt sich dann auch gegenüber von dir nieder, lächelt dich an, bestellt sich einen Kaffee in einem gar schönen Tässchen. Ach, ist das eine Shadowrun-Männerrunde. Und mit einem Sahnehäubchen. Gut, dass ich keinen Asbach an den Kaffee gemacht habe, wie sonst. Ach, Malmö ist schon super. Ist ja, der ist einfach genial, der Mann. Ich liebe den ja. Ich würde gerne auf den drauf. Wer nicht? Ja, gut. Hallo Vicky! Hi. Wie geht's dir denn? Boah, ich bin ziemlich fertig. Wieso denn? Arbeit. Oh. Stress in der Firma. Quasi. Also ziemlich lange Nächte auch und sowas. Meine Fresse. Ich hoffe, das lohnt sich dann auch zum Schluss für dich. Ja, also Ja, das. sagen wir es mal so, wenn man nicht viel andere Sachen kann, lohnen sich auch kleinere Sachen, ne? Man macht das Beste draus, hättest du auch sagen können. Das hätte ich auch machen können, aber das ist mir nicht eingefallen. Nicht so schön negativ, wie du es gesagt hast. Ich wollte nicht so negativ wirken, das tut mir leid. Nee, du darfst ruhig. Seit wann nimmst du denn bei mir ein Blatt vor den Mund? Schon immer. Ne, Ich echt? nehme eigentlich vor jedem ein Blatt vor den Mund. Ich bin nicht so, naja. Außer wenn Hm? ich ein bisschen was getrunken habe. Ja. Ein bisschen. Ja, eine Kirsche Flasche. Ich nehme meinen Comlink heraus und zeige ihr ein Videofeed vom letzten Mal, wo sie gesagt hat: Gib mir meine Kirsche! Warum denn? Fight! Ist so weit. Hat richtig Bock. Ja, ich weiß ungefähr, was du machst. Ja, genau. Wie sie erstmal gegen die Tische gerannt ist, als sie reinkam. Ja. Ja, und wenn ich nicht betrunken bin, dann bin ich eigentlich langweilig. Ja. Das ist mir schon auch klar. Und dann nehme ich auch ein Blatt vor den Mund. Das stimmt doch gar nicht. Jetzt hör doch auf. Da muss auch mal Sachen Gut. zugeben können. Okay. Ja, der erste Weg zur Besserung ist ja eingestehen. Willst du mir sagen, dass ich mich bessern muss? Ist das schlimm, wenn ich nicht so offensichtlich verbal meine Sachen da rausposaune? Ist das schlimm, ja? Nein, bis jetzt ist es überhaupt nicht schlimm. Ich weiß ja nicht, was noch kommt, weil du hast mich noch nie angerufen und mich irgendwo hinbestellt. Deswegen so ein bisschen irritiert bin ich schon. Ja, Was gibt's denn? Weißt du, Jojo, die habe ich ja zwischendurch schon mal getroffen. Die hat uns da am Playground mit was geholfen. Ich weiß nicht, ob sie das erzählt hat. Auf jeden Fall. Okay, na, es war halt ein Versuch, den wir da hatten mit einer Art Spiel. Und das hat dann nicht so funktioniert, aber ist auch egal. Sie hat uns halt ausgeholfen und mit der habe ich ein bisschen gequatscht und jetzt quatsche ich ein bisschen mit dir. Und Okay. Jojo, die sagt mir halt immer, ich bin so super paranoid. Und ja, tue ich auch nicht zum ersten Mal. Ist auch nicht, vielleicht nicht ganz falsch. Wieso muss man denn paranoid sein, wenn man ein Spiel macht? Ach so, ich nehme an, die hat sich in so ein Separé gesetzt, was du am Anfang beschrieben hattest, ne? Ja, nee, wir sitzen quasi in so Genau, einer genau. Box, die aber so ein bisschen am Rand ist, in so mit wie Vorhänge quasi davor gehängt. So, das ist ganz angenehm und nett und man ist da recht ungestört und unbelauscht. Alles klar. Naja, ihr hattet mich mal wegen Gunfest gefragt und so weiter und ich weiß, dass ihr da oben wart, in einem Wo? Stockwerk. Naja, eins und eins und so. Ist ja 15 auf jeden Fall. Also ich meine, am Anfang war das dir bestimmt nicht so klar, das habe ich auch gemerkt. Inzwischen weißt du ungefähr, dass ich auch in so einer Richtung was mache, ne? Mit Arbeit. Okay. Das ist ja Genau. eigentlich auch der Grund, warum wir uns überhaupt erst kennengelernt haben, ne? Das war eine ganz furchtbare Geschichte und ja, mit manchen, das lernt man auch richtig, mit manchen Leuten kann man nicht zweimal zusammenarbeiten. Wieso? Sorry nochmal für Fackel. Ja, da war ich ja wohl auch, glaube ich, selber dran schuld. Ich bin da ein bisschen zu beherzt an die Sache rangegangen, kann man sagen. Naja, das ist immer so eine Ansichtssache. Für ihn vielleicht, aber das Ding ist doch, ich arbeite nicht gern mit Leuten zusammen, die wegen jedem Scheiß so ausrasten und Leute hauen, weißt du?
Man muss sich im Griff haben. Okay, stimme ich dir irgendwo zu, Ich meine, man aber hat nicht immer eine Wahl, aber. also gibt's denn nicht mehr, also mit in Bezug auf dich. Nee, das, also mit dem hatte ich nicht noch mal nicht nochmal Bock und mit seiner Gefährtin auch nicht. Naja, auf jeden Fall in dem Bereich bin ich so, ne? Okay. Und ich habe vermutlich nicht zu Unrecht das Gefühl, dass Jojo und du in die Richtung tendiert. Nicht nur mit dem Bullending, sondern man ist ja irgendwann ganz gut vernetzt und das ist ganz sinnvoll, wenn man Freunde hat, die ganz viel Infos haben und wenn man da irgendwo in so einem Kreis drin ist, ne? So. Boah, was ist. Sahnehäubchen schmeckt sehr lecker übrigens. Haben die Ach dir Gott. Zimt drauf gemacht? Das Echtes ist so Zimt, lecker mit habe Zimt, ja. ich ewig nicht mehr getrunken. Der Laden ist super. Aber ich Deswegen bin will gar ich nicht auch hier. ablenken. Nee, Nee? aber danke für die Empfehlung. Super. Nein. Bitte jederzeit. Was wollt ihr von Romanov? Ah, oh, der Typ, ey. Woher kennst du den denn? Mann, ich kenne ihn. Er Mann, ist ein ich ziemliches kenne ihn. Arschloch. So Wieso meiner das Ansicht denn? nach, ich finde, er ist ein ziemliches Arschloch. Wieso denn? Wie kommt's denn dazu? Er ist so ein zynischer Drecksack. Also ich komme mit ihm nicht klar. So. Er Und ist nützlich. warum weißt du dann, dass wir den durch Zufall kennengelernt haben? Ach, das durch Zufall. Weil Na, er tatsächlich nach durch Zufall. Jojo und Foxy fragt. Und wie gesagt, man ist ganz gut vernetzt, ne? Und was macht der? Infos geben in spezifischen Bereichen. Also Infobroker oder was? Kann man so sagen. Das ist denn sein Job? Er lebt auch davon. Ja. Nee, also tatsächlich, Vicky, würde dir sagen, wenn es anders wäre, oder ich würde mich rausreden, aber wir hatten mit dem eigentlich gar nichts, sondern nur durch einen witzigen Zufall haben wir den in dem Einkaufszentrum da kennengelernt. Also In dem oben Jojo, in Sokol, wo der immer rumhängt, oder was? ich glaube, das war das ja. Jedenfalls, Jojo hat sich da, wie soll ich denn sagen, hat ihn wiedererkannt von den Posts auf verschiedenen Zenit-Zeiten wohl und musste ihn dann erstmal die Hand schütteln. Aber er hat das nicht so richtig gerafft, glaube ich, und wir wollten nicht so richtig in den Berg vor und dann hat er diese billig Scheiß-Maske getragen und dann habe ich mich drüber lustig gemacht. Weil du weißt ja, ich habe ja mein Fachgebiet mit Maskenbildnern und so, ne? Weißt ja. Und Ja, ich deswegen. wusste, dass du schminktechnisch und nageltechnisch gut Erstmal, dabei ja. bist. Ich wusste gar nicht, dass du auch so maskenbildnerisch bist. Ja, gut, also da, was heißt maskenbildnerisch so richtig gut? Wenn du da halt Make-up machst, dann kommt irgendwann eins zum anderen und dann machst du halt auch mal sowas, ne? Ach so. Nee, das wusste ich nicht. Na, das Ding ist einfach, Foxy, das geht nicht. Was geht nicht? Also in dem Fall ist es mir relativ wurscht. Er hat jetzt gefragt, aber mich nicht direkt. Deswegen werde ich auch ihm nicht direkt sagen, dass ich euch kenne. Ich weiß nicht, wie er noch gefragt hat. Das Ding ist einfach. So wie ich das mitgekriegt habe, hängt er in dem Einkaufszentrum ab mit einer Latexmaske und mit einem Namen, den er nicht sonst benutzt. Und du kannst doch nicht zu irgendwelchen Leuten hingehen und sie mit einem Namen ansprechen, den sie quasi auf ihrem Comlink, aber nicht für alle öffentlich benutzen und ihm dann noch sagen, dass er eine Latexmaske trägt. Das kannst du doch nicht bringen. Wieso denn nicht? Billy, wenn jemand rumrennt, Entschuldigung, Foxy, sorry. Foxy, wenn jemand rumrennt und nicht erkannt werden will, dann kannst du ja nicht sagen, dass du ihn erkannt hast. Das hätte ja sonst wer sein können. Erstens haben wir ihn nicht erkannt und zweitens, Wenn ihr ihn direkt mit Romanov angesprochen habt? ich habe nur den Namen dreimal fallen lassen oder so. Und halt gesagt, dass die Ja, aber Maske das. abblättert am Genick oder am Ja, aber Hals. wenn jemand Der nicht Typ. erkannt werden will, dann kannst du doch nicht hinrennen und sagen, dass du erkennst, dass er nicht erkannt werden will. Ich meine, wenn Der ist das. doch harmlos, Vicky. Der ist einigermaßen harmlos, aber das hätte ja auch sonst wer sein können. Ja, bei sonst wäre da gehen meine weiblichen Spinnensensoren an und dann weiß ich direkt, Tun sie dass ich. das? Ja, natürlich. Wirklich? Ja, jetzt guck nicht so. Übernimm dich nicht. Meine gehen da nämlich nicht los. Weil, also Ja. manchmal sind sie da nicht losgegangen. Du bist da ja paranoid, hey. Fast wie Jojo. Ach, die ist auch so. Ah, dafür hat sie aber eine ziemlich große Fresse, wenn sie mir sagt, dass ich paranoid bin. So. Ja. Ah. Die ist da auch so. Die hat doch eh da. Groß wie ein Hausschwein, aber die Klappe aufreißen, sag ich nur. Mein Vater hat immer gesagt, keine Haare am Sack, aber im Puff vordrängeln. Das auch. Was hat dein Okay. Papa zu dir gesagt? Ja, zu mir nicht. Er Magst du war denn ein Stück hochschmeißig. Kuchen? Gern. Gut, dann lass ich doch jetzt uns noch ein Stück Kuchen kommen. Weil? Grund zum Feiern. Und Jojo ist heute nicht da. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Grund zum Feiern. Ja. Sie guckt dich erwartungsvoll an. Warte mal, wie viel Uhr man jetzt gerade? 14, 15? Weiß ich nicht. Such dir 15, was ja, aus. 14 Uhr, 15 Uhr war mir auch so im Kopf geschoben. Das ist gut. Sag mal doch einfach halb drei. Ja.
Weißt du, Vicky, heute in, warte mal, das sind noch 4 Stunden. Vor 31 Jahren hat meine Mutter eine junge Elfin auf die Welt gedrückt. Und Du das hast war ich. Geburtstag? Ja. Und du bist schon 31? Wie schon? Erst. Okay, für Elfen erst, aber ich meine, ich hätte dir, ja, bei Elfen sieht man es sowieso nicht, bla bla, Nee. aber manchmal sieht man es doch ein bisschen und ich muss sagen, bei Sieht dir man hätte ich es gar nicht gedacht. nicht. Ja, bei dir nicht, aber bei manchmal, weiß ich nicht, eher so an der Haltung oder sowas, weiß ich, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich da, aber verdammt, Weißt du? Weißt du, wo man es ist dran jetzt noch nicht merkt? so weit, ne? Nee, je älter die werden, desto arroganter. Und desto Echt? weniger Spaß, ja. Wir Elfen, wir müssen ja ganz viel mitmachen, bevor wir in höhere Ligen aufgenommen werden. Da gibt's ja, ach, das darf ich gar nicht alles erzählen, was es da gibt. Auf jeden Fall Du ist, verarschst mich gerade, ja? nein, natürlich nicht. Die 85 Grade der Elfen. Und man muss für jeden Grad ein Ritual über sich ergehen lassen. Man weiß nie, wann es kommt, aber irgendwann kommt es dann und dann muss man da durch. Und die sind heftig. Und mit Und jedem Grad wird man dann quasi hotter, ja? dann wird man eingeweiht. Okay, ich wollte einen schlechten Wortwitz machen, aber okay. Ja, der war so schlecht, der kam nicht mal bei mir an. Ich habe dir gesagt, ich bin langweilig. Bist du gar nicht. Warum machst du dir denn jetzt eigentlich so einen Kopf? Wir haben doch überhaupt nichts gemacht, Kind. Nee, ich, pass auf, es war jetzt nicht so schlimm tatsächlich, aber ich bin, du hast ein Nagelstudio und ich hatte halt auch eine ganz normale Arbeit im Bereich Logistik, Robotik, bla, und bin da irgendwann rausgekommen und wusste halt auch nicht so. Ich wollte aber in dem Bereich nicht mehr arbeiten irgendwo anders und bin dann irgendwie da auch reingerutscht in das, was ich jetzt mache und hatte einfach das Glück, dass ich relativ zeitig ein paar Leute getroffen habe, die mir unter die Arme gegriffen haben. Ach, also ich sehe das jetzt dann quasi als einen Freundschaftsmentordienst, dass ich Ich nicht bin, ey, meine so ich. eine große Fresse haben soll. Ah, Mentordienst, ey, ich bin, ne? Ich bin so Eine eine gute Hundedohle Freundin? und überhaupt und bla. Aber ich weiß, wie es ist, wie das gehen kann. Und ich habe auch ein paar Leute gesehen, die ganz schnell ganz große Schwierigkeiten bekommen haben. Deswegen. Ich meine, jetzt war es ja halt wirklich okay, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Der Typ ist halt einfach nur vermutlich ein Arschloch, was weiß ich. Aber es hätte ja halt auch wirklich sonst wer sein können. Und es gibt einfach Leute, die in dem Bereich arbeiten, wie ich es tue, ja? Das sind Psychopathen. Wenn die was machen, wie zum Beispiel ihr in einem gewissen Stockwerk, ne? Und die merken, dass die jemand vielleicht erkannt hat, dann legen die die um. Vicky, vielleicht kommen wir ja irgendwann mal zu der Situation, dass du uns brauchst aus irgendeinem Grund. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und wenn dem so ist, dann wirst du merken, dass auch Jojo und ich nach außen hin ganz lieb sind. Aber Ja. lassen wir es doch einfach nicht drauf ankommen, darüber jetzt zu sprechen, aber sagen wir es doch einfach mal so. Gerade an Jojo ist mehr dran als, und auch an mir, als so das Auge hergibt, okay? Sie handelt mit Waffen, ich kann mir das schon vorstellen. Oh Gott, Kind. Ich will ja jetzt beim besten Willen nicht irgendwie, wie gesagt, Das ist okay, wenn du sagst, ihr könnt euch ja aufpassen, glaube ich euch das ja auch. Aber es gibt Typen, die haben einfach keine moralische Grenze und du siehst es ja nicht immer kommen. Wenn die einfach aus der Nebengasse treten und dir in den Kopf schießen, ist es vorbei. Jo. Nicht irgendwie Mentorscheiß oder irgendwas besser wissen, aber ich Nee, ist schon klar. weiß, wie es ist. Du hast ja auch recht. Du hast ja auch bei Gott weiß, hast du recht. Danke. Braucht sich nicht bedanken, dass ich dir an deinem Doch. Geburtstag auch noch so eine Scheiße auftische. Wieso? Ist doch wunderbar. Was eigentlich? Ich sag mal, wenn heute dein Geburtstag ist, warum hast du denn überhaupt gesagt, dass du Zeit hast? Weil mein Geburtstag immer so ist. Ich hätte ja bei dir gedacht, dass du voll krass partyst. Ja, heute Abend irgendwann, heute Nacht. Ich werde noch zu Boris in den Club gehen oder so irgendwas nachher. Aber jetzt ist doch Tag. Also ich meine, hallo, guck doch mal, wer geht denn bitte jetzt um die Uhrzeit sich schon volllaufen lassen? Ja, hätte ja nicht volllaufen lassen sein müssen, aber sowas. Zukoksen. Das muss es auch nicht sein, aber Frauenwelt. schon mal mit Freunden irgendwie? Hat ja, weiß ich ja nicht. Ich hätte es gedacht, außerdem bei dir hätte ich gedacht, dass du dann irgendwie schon früh um 8 anfängst mit Party und dann bis zum nächsten Tag um 8 durchmachst. Ja, chill in normalerweise. Also Warm-up eigentlich, aber Vorglühen, sagst du. ja, vorglühen, sagt er. Aber, sagt sie. Aber, nö, ich guck doch mal, es ist 2 Uhr, da kann man doch mal einen Kaffee trinken gehen mit Freunden und dann guckt man doch einfach, wer sich meldet. Weiß ja keiner, ne? Weiß ja keiner, dass ich heute quasi Geburtstag hab. Da bin ich ja jetzt voll eingeweiht. Oh ja, du bist eingeweiht. Willkommen im Kreise der Wissenden. Jetzt weißt du ja Dankeschön. noch mehr über mich. Oh Gott, ich darf dir ja sowas gar nicht erzählen eigentlich dann, ne? Wer weiß, wen du das erzählst? Niemanden. Ja. Hm.
Übrigens, sie hat ihren Kuchen inzwischen halb aufgegessen weggestellt, weil sie es kaum hinkriegt, mit der Gabel das irgendwie zu handeln, ne? Ja, ich sehe schon, du möchtest mich nochmal darauf hinweisen, damit ich nicht Nein, vergesse, sie darauf anzusprechen. du sollst sie nicht zwingend drauf ansprechen, aber ich muss doch sagen, was dir auffällt. Ja, okay, ich verstehe schon. Gut, Normalerweise Mann. kommen Leute beim Kuchenessen mehr oder weniger zurecht, sie ja jetzt nicht so. Aber das heißt Sag mal. nicht, dass du sie drauf ansprechen musst. Doch, mache ich, aber du weißt doch, wie billig. Die kann kein Geheimnis für sich halten. Babbel! Awesome. Sag mal, soll ich dich füttern? Soll ich ja kleine Häppchen schneiden? Wieso ist doch dein Geburtstag? Ja, aber du, guck mal, also. Kannst du mal die Hand nach vorne ausstrecken, bitte? Sie legt die Hände jetzt quasi in den Schoß unter den Tisch. Nee, das ist schon okay, das geht weg. Was hast du wieder gemacht? Ganz normaler chronischer Tremor, das ist manchmal so. Kennst du da keinen? Das ist familiär bedingt. Manche Leute, die haben halt einfach dann so ein Zittern zum Teil in der Hand. Ist es wie ein Parkinson jetzt? Nee, ist nicht wie ein Parkinson. Parkinson wird ja immer schlimmer. Das ist halt immer gleich schlimm. Und das ist auch nicht wirklich jetzt furchtbar, furchtbar. Also, ist Du halt hast einen normal. Vater auf gut Deutsch oder was? Genau. Ich habe dich noch nie so gesehen. Das ist manchmal schlimmer und manchmal nicht. Und warum wird das schlimmer? Na, das ist wie. Habe ich jetzt. Reizdarm. Reizdarm. Wie? Das RDS? ist wie. Die Reizdarm, du hast es eine ganze Weile nicht und dann kommt es mal und dann ist es eine ganze Weile irgendwie ein bisschen nervig und dann ist es auch mal eine Weile nicht oder ganz wenig. Habe ich den Eindruck, sie lügt? Oh, Menschenkenntnis. Gott, warte mal, ich habe meinen Charakterbogen nicht mal aufgemacht, Kollege. Du hast 10 Würfel. Was? Wieso? Charisma und Intuition. Echt? Das ist ja ein Haufen, Alter. Siehst du, wir brauchen Krimi 10. wirklich nicht. Wir sind erstens sogar ins Spielen reingekommen und zweitens kann ich deinen Charakterblatt auch auswendig. Ich hab's dir auch erst wieder geschickt. 2 Erfolge. Awesome. Ist so gut, ne? Ja? Sie lügt nicht, aber Sie sagt es auch ist nicht die nicht die Wahrheit. ganze Wahrheit. Na, das, was sie gesagt hat, ist schon wahr, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. So. Also hast du zu viel Stress momentan einfach, deswegen wirkt sich das Ja, dann doch so gerade aus, auch ne? mit wenn man halt dann wenig Schlaf hat und sowas. Warum hast du denn wenig Schlaf? Arbeit halt, ne? Aha. Und das hat noch mit dem Spiel in Anführungszeichen zu tun, was sie da Nee, macht, oder nee, was? das ist schon ganz lange her. Jetzt kann ich es eigentlich auch sagen, es Ach ist kein so. großes Geheimnis. Es gab da so eine Software, es war halt ein First-Person-AR-Spiel, wo man so einen Anzug getragen hat und so eine Plastikwumme hatte. Und wir dachten, dass die Engine so gut ist und die Physik so gut, was weiß ich, was da besonders gut sein sollte. Auf jeden Fall, dass man quasi das Schießen mit echten Waffen simulieren könnte, weil sich dann auch irgendwie durch einen Rückstoß, der irgendwas in dieser Kleidung da verschiebt, dass irgendwie den Arm zurückzerrt oder was weiß ich. Und Flugbahn und alles, dass das ziemlich genau berechnet würde und dass man damit quasi ein perfektes Pseudospiel hätte, eher eine Simulation, wo man quasi Leuten, die interessiert sind, das Schießen beibringen kann, ohne dass sie in den Stand. Verein da müssen, genau. Und hat sich Warum? herausgestellt, dass es nicht so ist. Warum hast du mir da nicht Bescheid gesagt? Haben wir das noch nicht gekannt, oder was? Doch, auf jeden Fall, aber du kennst dich nicht so gut mit Waffen aus. Wir brauchten jemanden, der genau sagen kann, ob das stimmt, was da eingestellt wird. Das hat ewig gedauert. Die war da irgendwie nachts da. Dann hat die das immer ausprobiert und gesagt, nein, ein Millimeter mehr Verschiebung nach oben bei der Kugel und jetzt fliegt sie zu weit und jetzt ist der Rückstoß zu klein, jetzt ist er zu groß und ich bin eingepennt. Aha. Also ich Ja, hätte und dich wer hat die? gefragt, wenn ich gedacht hätte, dass du Ahnung von Wummen hast, so genauer. Ja, aber du hast gesagt, ob die Engine so gut war, wusstest du zum Schluss gar nicht. Ach so, na, weil ich kenne mich damit nicht aus. Da hatten wir jemanden, der das eingestellt hat. Ja, scheinbar nicht einen gut genugen. Das kann sein. Mich, 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 mich. Bin ich von mir selbst überzeugt? Nein! Outgame, wusste sie, dass du was mit Matrix kannst? Bin ich mir nicht sicher. Sie hatte mich mal, glaube ich, gefragt, was ich eigentlich so mache. Ach stimmt. Na, da hast du doch gesagt, Nagelstudio. Sie war doch sogar bei dir im Nagelstudio, ne? Ja, richtig, sie war im Nagelstudio, stimmt. Boah, ich weiß es nicht mehr. Könnte Sie sein, wird dass einfach ich ihn jetzt nicht nicht drauf erwähnt habe. reagieren, das passt schon. Okay, du möchtest einfach nicht. Na, da ich jetzt nicht sicher bin, weißt du, kann ich so tun, als wäre meine Welt konstant, weil du das ja schon bemeckert hast, du kleiner Wichser. Dass deine Welt nicht rund ist, nicht dicht. Ja, obwohl es ja gar nicht meine ist, ja? Ja, ist ja Flummis Welt. Was machen wir jetzt eigentlich, wenn Flummi weg ist, dass Na, dann können wir ihrer es auf Welt. sie schieben und sie ist gar nicht dabei. Ist doch perfekt, Richtig. Alter. So, Ja, jetzt habe und ich kurz. dann. Genau. Und deswegen wäre vielleicht auch was für dich gewesen, wenn du da üben wolltest, aber es hat irgendwie am Ende nicht funktioniert. Na, ich gehe hier auf den Schießplatz. Echt? Ja. Ja, ich gehe A1 gehe ich ins Fitnessstudio um, ja, ne? Man muss ja auch den Körper in Schuss halten. Und B gehe ich auf den Schießplatz. Mit richtig mit Zinn angeben und so.
Ja, natürlich. Okay. Wieso? Keine Ahnung. Hm? Also, es gibt auch ein paar Schießplätze, wo man ein bisschen mehr Geld da lässt und dann wird man nicht verzeichnet. Das finde ich immer ganz gut. Ja, kommt halt drauf an, ob man Sinnprobleme hat, ne? Naja, nicht nur. Also, ich habe jetzt nicht direkt Probleme. Es gibt da ja Möglichkeiten, aber wenn auf der SIN quasi verzeichnet ist, geht seit Datum X immer mal wieder zum Schießplatz und so, finde ich nicht gut, wenn ich jetzt, wenn auf meiner SIN steht, warte, sowas wie Fotografin, professionelle Fotografin, eigenständige und dann steht da drauf Schießplatz. Dann wirkt das komisch. Du bist eine Fotografin, eine Eigenständige? Nein, das steht nicht auf meiner SIN. Das war nur ein Beispiel jetzt. Genau. Ach so. Ja, nee, ach Gott, ich mache halt Nagelstudio, Nageldesign, man wird doch noch auf den Schießplatz gehen dürfen. Ich meine, heutzutage, also, ohne Witz, das ist doch mit Waffen und, also, Schießen ist doch wie ein Hobby. Ob ich jetzt mit einer BB-Gun schieße, also Luftdruckpistole schieße, oder mit Gas, oder mit echter Munition halt, also mit scharfer Munition, wo ist denn jetzt da? Ich schieße auf Ziele, das hat doch überhaupt nichts mit, das geht auch um den Fokus, den man dabei hat. Ja, Also, ne? ist schon richtig. Aber gerade wenn das ein Sinn ist, mit die man bei der Arbeit braucht und was weiß ich, und da wird eine genauere Kontrolle gemacht, eine sehr genaue zum Beispiel. Und man hat sich da halt was zurechtgelegt, war extra in den richtigen Läden vorher, damit das alles zusammenpasst und was weiß ich, hat dann noch irgendwie einen Arztbesuch simuliert und was weiß ich, dann kommt das richtig scheiße, wenn dann da steht Schießplatz und das nicht da reinpasst, deswegen, ne? Man kann aber auch temporäre Sins einfach sich doch organisieren. Ja, aber die sind immer so teuer. Och ja, also wenn der Job genug abwirft, oder? Ja, klar. Aber die sind ja dann auch, da nimmt man ja, was man kriegen kann. Und wenn man halt, ne, sich da was zurechtlegen will, ist das damit eher schwierig. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt wenn du eine Sin hast und die auch eine Weile behalten willst, dann ist das ja auch sehr teuer, oder nicht? Und dann. Naja, eine brauchst du ja, also, Naja, also sag eine mal, hat man ja. bevor wir jetzt hier aus dem Nähkästchen und so, ihr orientiert euch jetzt mit ohne Romanov, ergibt das weniger Sinn, aber nach dem Polizeiding, wie sieht es bei euch aus? Du machst noch ein Nagelstudio oder? Na, ich habe einen festen Kundenstamm. Sehr schöne Klar Antwort, wollen hätte die, von mir kommen können. ne? Schöner Kundenstamm. Man muss ja seine Kundinnen halten, ne? Natürlich. Deswegen. Nee, aber okay, du brauchst. Also, ich finde es immer günstig, wenn man zwei hat, die man behalten kann, mit denen man umgehen kann. Ja, Und ich man weiß, dass es muss. teuer ist. Das hatte ich jetzt alles erst rausfinden müssen. Das alles noch sehr neu für mich, weißt du? Deswegen. Aber gut, ja, ich habe jetzt vor kurzem erst verstehen müssen, dass man überhaupt eine zweite Sinn braucht. Dass man überhaupt ein zweites Sinn haben kann. Ja. Das war für mich der Schock. Wie funktioniert das mit Zweien? Das ist ja Ist voll gut, verrückt. vor allem, dass man die eine komplett ausschaltet, das hatte ich nie, da bin ich nie auf die Idee gekommen, dass ich mir meine Sinn ausschalten sollte. Meine Sinn doch, ich habe gedacht, meine Sinn, das ist so, ich atme, meine Sinn läuft. Das ist schon komisch gewesen. Aber naja, gut. Ich kenn's halt, weißt du, ich bewege mich ja viel in der Matrix. Und da bist ja alles und nichts, ne? Da bist ja anonym und jedenfalls für die Normalen, sag ich mal, bist ja anonym quasi. Und da gibt's keine Sinn. Da bist du alles und jeder und kannst alles und jeder sein, wenn du möchtest. Solange du nichts kaufen willst, ja. Jo, klar, natürlich. Aber wenn du halt irgendwo in den Club gehst, dann bist du halt, was weiß ich mal, der ausgeflippte Paradiesvogel oder Dinosaurier oder ne? So Geschichten halt. Viel, viel einfacher. Alles viel einfacher in der Matrix. Ja, wobei, also ich finde das zum Teil ein bisschen schwierig, weil du hast, wenn du nicht so viel Geld dafür ausgeben willst, dir dauernd irgendwelche Avatars und Icons und Personas runterzuladen und so, dann hast du ja trotzdem immer so eine Standardauswahl, die halt auch irgendwie wieder jeder hat. Oder du musst halt richtig viel Geld bezahlen, finde ich halt kacke. Oder du designst die selbst. Ja, na klar, ich design mir das selbst und dann schneide ich auch meine Klamotten und Was willst du denn? Sag mir doch mal, was dir total gut gefallen würde. Sag mir doch mal jetzt eben gerade schnell, das wäre jetzt das neueste Avatar, was ich gern haben würde. Pass auf, ich fand ja weh, du lachst. Achtung. Diese komischen Transformer, ja, die Neuauflagen sind scheiße. Aber da gab es auch Comics. Die fand ich ganz witzig. Da hatte ich einen ganz alten, das war quasi mein ganzer Stolz, als ich noch klein war. Und das jetzt halt mit Steampunk, so ein Transformer, so eine Transformer-Kohlen-Eisenbahn-Lokomotive. Transformers Dampflok quasi. Genau. Okay. Okay. Jetzt muss ich aber off-topic dich was fragen, liebster Lok. Liebster Lok. Müsste ich auf ihren Comlink eigentlich drauf, um sowas zu machen? Nö, du kannst quasi eine Datei anlegen mit dem Icon und dir das dann schicken. Aber Richtig. das geht Gut. vermutlich nicht so hundertprozentig schnell. Ja, ich kann dir das immer noch nachher schicken, oder nicht? Ja, das kannst du auf jeden Fall machen, klar.
Siehst du? Deswegen. Und ich habe auch schon, was ich hier bauen werde. So. Ich schicke dir das mal im Teamspeak. Sowas werde ich hier versuchen zu bauen. Oder? Nee? Scheiße. Das ist ja echt Hä? ein übelst geiles Ding. Gä? Das hat schon was. Also ich meine, das sieht eher aus wie ein Erster Weltkrieg Propellerflugzeug-Transformer, aber die Art von den Metallfarben ist schon sehr schön. Vor allem Respekt an denjenigen, der das tatsächlich gebaut hat, Alter. Du meinst Brian. Blaine Scott? Genau, dankeschön. BlaineScott@gmail.com, Custom by Blaine Scott, also wirklich tolles Ding. Müssen wir mal auf WordPress vielleicht auch stellen. Respekt, Hut ab für den Macher. Das ist schon cool. Und wer Google benutzen kann, ist klar im Vorteil. Ja, ich Willst du mich würde schon wieder dir. beleidigen oder was? Wir sind hier alleine, du hast keine Flummi, die dich verteidigt, du Ich Sackmilbe. wollte dich gar nicht beleidigen. Ich habe nur einfach gesagt, dass Weiß ich doch. es. Guck doch mal, in der kurzen Zeit ohne Schneiden habe ich das Ding gefunden und als cool erachtet und dir weitergeschickt. Du bist so toll, Dis. Ja, ich benutze auch Google den ganzen Tag. Ich weiß eigentlich gar nichts. Bei der Arbeit muss ich nur googeln können, das ist Er alles. ist ja ganz normal. Ja, richtig. Du, aber das Ding ist schon Steampunk, wenn es zusammengebaut ist. Der Typ, der das entworfen hat, ist nämlich tatsächlich ein Genie. Jetzt guck mal hier. Guck's dir mal das hier an. Das ist nämlich der Transformer quasi, wenn er transformt ist. Das ist schon Steampunk, mein Freund. Das, na, ich habe ja gesagt, auf jeden Fall Steampunk, aber Erster Weltkrieg Propellerflugzeug und nicht Lokomotive. Aber die Art ist auf jeden Fall schon sehr cool und ich habe verstanden, was du gesagt hast. Das habe ich dir gesagt. So, Also, das ja, ist echt übelst geil. wunderbar. Ja, das Nee, ist schon geil. das ist Also, echt cool. Respekt, Blaine Scott. Awesome Typ, ey. Ich will Gut. den, ich brauche den, ich muss drauf auf den. Ich auch. Ich finde den. Ich auch. Gut. Also, ich baue ihr so ein Avatar. Jo. Ich merke das schon mal vor. Ich habe mir das sogar Gut. notiert. Ja, wunderbar. Ja, was soll ich denn sagen? Also, wie gesagt, ich schau mal für dich, was es da gibt, was man da machen kann. Danke. Ja, gerne doch. Aber sowas ist eigentlich relativ einfach, wenn man weiß, wie. Man muss sich da nur mit der Matrix ein bisschen befassen, dann Na, das finden. man muss ja auf der einen Seite das Wissen haben, halt von 3D-Modeling und dem allen, aber dann ja auch quasi schon eine künstlerische Ader, also, ne? Ja gut, die künstlerische Arbeit, ne, das kommt ja auch beim Nagel. Ah, ich weiß Nageldesign, das macht hier jedes Blondchen und ich bin ja auch eins und deswegen ist es so ein Sissy-Job und Haare und Ich war mit Make-up meinen Nägeln sehr zufrieden, die du mir gemacht hast. Deswegen sage ich aber, dazu gehört auch gewisses Artistentum, weißt du? Und die Matrix macht das ja alles an sich an selbst. Da gibt's ja für alles, gibt's ja Programme und da muss man eigentlich nur noch, man muss einfach nur noch wissen, wie man seinen Geist da drin verwirklicht und dann ergibt sich das doch alles von selbst. Ja, ich war nie, ich hatte in Kunst immer eine 5, also deswegen. Ja, dann ist es also nicht die Matrix, sondern einfach nur der. Vielleicht ist die Welt ja einfach noch nicht bereit für deine Art von Kunst, ne? Du bist einfach nur demotiviert, Nee, weil nee, Leute sagen. ich kann da realistisch sein. Das, was ich mache, ist wäre nicht mal dadaistisch Kunst. Das wäre einfach nur, sie hat sich stets bemüht, weißt Aha. So. Was willst du später noch mit uns weg oder was? du? Ich will später eigentlich nur noch ins Bett. Was ist hier mit Bleifuß Danke, aber eigentlich? Ja, bitte. Bleifuß hatte einen Unfall. Wie, was? Was ernst? Also Unfall wie Unfall wie, ja, in diesem Café, er hatte einen Unfall. Wie reagiert sie da drauf, als er das sagt? Na, auf seine eigenen Sachen, na, sie scheint schon gefasst. Das scheint auch nicht erst gestern gewesen zu sein. Sie findet das nicht unbedingt besonders cool. Aber sie ist jetzt auch nicht, sie wird sich jetzt niemandem an den Hals werfen und weinen. Er war doch noch so jung! Also Und er Unfall roch wie immer nach Frittenfett. aber Unfall wie Unfall, der ist nicht mehr Unfall. Also das auf jeden, also Unfall, das. Nie wieder einen anderen Unfall. Genau, und also so meinte sie das schon, genau. Verstehe. Ja, mein Herzchen Beileid. Ist schon okay, ich meine. Das sind, ja, das ist so. Berufsrisiko oder dummer Zufall? Tatsächlich nicht mal Berufsrisiko. Ui, ja, okay, naja. Schulden und Leute, die dann irgendwann keine Geduld mehr hatten. Oh, da spricht man nicht drüber, ne? Da fragt man auch nicht mehr weiter nach. Ich würde dir einfach nichts sagen. Okay, verstehe. Aber es ist auch nicht wichtig, weil, ne, also. Ja, nee, ist klar. Verstehe schon, glaube ich. Ja, nee, dann lass ich mal darauf beruhen, ne? Ja, was war jetzt Habe ich ohne dich jetzt Ver eigentlich an deinem Geburtstag auch noch mit sowas? Ist ja echt super, ne? Wieso denn? Ist doch alles halb so wild. Ich werde doch nur 31. Das ist ja nicht, dass es mein 100er ist jetzt. Noch nicht. Das ist das erste Mal, wo man als Elfe so richtig feiert, wenn man 100 hat.
Jetzt mal im Ernst. Ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn man irgendwie weiß, man wird jetzt 31 und so bisher ist noch kaum ein oder ist noch gar kein Elf ausschließlich an Alter gestorben? Wie ist denn das? Ja, wie willst du denn das sagen, ey? Ob das. Darüber weiß keiner so richtig Bescheid. Es gibt da unheimlich viele Legenden und so weiter und die haben ja ganz viele Sachen gefunden über die Legenden, aber keiner weiß es. Das ist wie mit den Hitler-Tagebüchern. Da kann ganz viel erzählt worden sein, aber keiner weiß es, ob es tatsächlich so ist. Also ganz ehrlich, ich lebe meinen Tag, als wäre es der letzte. Das ist doch viel besser, als dass ich dann denke, ja, in 100 Jahren fange ich dann mal an, mit einer Familie zu gründen und bla bla. Was weiß ich, was in 100 Jahren ist? Am Ende gibt es ja nur noch Drachen und keine Metamenschen mehr und was weiß ich. Guck mal, uns gibt's erst seit so kurzem erst wieder und ob ich jetzt 100 werde oder 500 oder nur bis nächsten Monat noch lebe, wen juckt denn das, Naja oder? gut, auf der anderen Seite, wenn du jeden Tag lebst, als wärst dein letzter, dann verringerst du ja auch vermutlich die Aussichten auf längere Zeit, ne? Da, guck dir doch an, was die Medizin mittlerweile leisten kann mit dem richtigen Geldbeutel oder mit Hast du den den richtigen. richtigen Geldbeutel? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Habe ich das gesagt? Nee, ich habe das nicht gesagt. Nee, du hast gesagt, was die Medizin leisten kann mit dem richtigen Geldbeutel, aber wenn man den nicht hat, das ist ja auch sinnlos. Warum ziehst du jetzt nur wieder das Negative raus? Was ich sagen will, ist, dass lebe dein Leben, als wär jeder Tag der letzte, weil dann hast du wenigstens in vollen Zügen gelebt. Als dass du dann irgendwie in 40 Jahren sagst du dann, ach, hätte ich doch mal nur, wäre ich doch mal nur. Was ist denn das für ein Leben? Bereue nichts und mach einfach. Ja? Was? Ja, klar, wenn du das so siehst, ist es dann voll entspannt. Da musst du dir keine Gedanken um den 100. machen. Ich könnte es halt nicht, deswegen. Du weißt ja auch nicht, ob du vielleicht 100 wirst. Gibt doch schon Ich seit. werd auf gar keinen Fall 100. Das weißt du ja nicht. Weißt du nicht? Ich weiß das. Kannst dir alles ersetzen lassen. Das Herz und Nieren und Lebern und Ja, Milzen. aber das kostet und dann will jeder deine Daten. Ich meine, du kannst ja nicht einfach zu irgendeinem Typen gehen und sagen, bau mir mal ein Herz. Dann musst du zu irgendeiner großen Klinik gehen und die wollen deine beschissenen Daten und die frieren die Musst du ewig ein und haben die für nicht? jeden Kack. Natürlich. Musst du Wer macht gar dir denn einfach nicht? ein, wer kann dir denn einfach ein Herz züchten? Du kannst eine Organspende machen lassen, aber da weißt du nicht, von wem die genommen ist und ob der da zugestimmt hat und ob der tot war, als es rausgenommen wurde. Also ich meine. Alles über Kontakte. Sag mal also reden wir jetzt hier ob das jetzt rausgenommen wurde oder ob das jetzt vom Schwein kam oder vom Hund. Ja, wenn das funktionieren würde, wäre mir das egal. Ich habe jetzt nicht so das große Siehste? Mitleid mit Tieren, aber ich meine schon Menschen. Und das ist eine Grenze, die ich nicht überschreiten würde, wenn ich nicht sicher bin, ob da jemand quasi geschlachtet wurde für mich. Das wäre nicht so. Aber Implantate kriegt man schon relativ einfach, wenn man die richtigen Leute kennt. Also nicht billig, natürlich nicht, aber. Also ich kenne keinen, der mir was züchten könnte an Organen. Keinen. Tja, an sowas muss man halt arbeiten, denke ich doch mal dann mal. Wenn man das voll. Wenn Warum reden du wir jetzt willst. über Organspende? Oder über Ich weiß nicht, wie wir da Organersetzen? hingekommen sind. Ich habe keine Milz mehr. Was, keine Milz mehr? Ja, die wurde mir gestochen. Guck, da ist die Narbe. Du entblößt dich im kleinen Prinzen. Was heißt, ich entblöß mich? Ich muss ihr nur den Rücken zudrehen und das, Es war eine die ganze. Ingame-Ansage und sie schmunzelt dabei. Ach so, okay, Entschuldigung, ich hab's Es versaut, tut mir leid. okay. Das Ich ist es schneid mich jetzt, okay. ich schmeiß mich jetzt selbst raus. Ich schmeiß mich So, aus der White Gruppe. Russians, Nur Trolli noch mich alleine, das ist wunderbar. leider. Troll ich Das mich will alle jeder. Charaktere. So, Olga, du kannst wieder, ne? Kommst, Olga, du kommst rein. Jetzt komm mal Nee, geht nicht, das rein. macht alles kaputt. So zeigst du die Narbe. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du eine Narbe behältst. Also ich hätte gedacht, da gehst du weglesen oder Nee, die ist als Erinnerung momentan, bis ich mich tätowieren lasse. Da wird ein so. Schmetterling. Tätowieren. Da So wird ein Richtung Schmetterling. Suicide Girls oder so Richtung. Och, die Suicide Grandmas mittlerweile, ne? Na, ich weiß ja nicht, was es werden wird. Ich wollte ja erst, aber dann hat es nicht geklappt beim letzten Mal. Und da wird was drüber tätowiert. Ich will mal die Narbe nicht wegmachen lassen, das ist eine Erinnerung. Okay, ist ja auch mit dem Tattoo, das kann man ja bestimmt irgendwie gut verbinden. Da kommt ein Messer. Messer. Okay. Oder ein kleiner Smiley mit einem Messer oder Narzisst mit einem Messer oder Troll mit einem Messer, genau, ein Troll mit einem Messer wird da hinkommen. Oder so eine Hand, die quasi die Narbe irgendwie so aufreißt mit Fingernägeln. Oder so. Das, ja. Kein Troll mit einem Messer, das wäre ein ziemlich kleiner Troll, das wäre bestimmt auch witzig. Dann wäre es aber eher ein Gnom, oder? Ja, vielleicht verniedliche ich hier den Troll ja ein bisschen einfach, setze ihn ins weiße Kleid und setze ihm eine Perücke auf mit Löckchen und tollen Lackschüchen. Flügelchen vielleicht noch? Nee, Flügelchen nicht. Trolle kriegen keine Flügel. Es hätte so ein Trollengel sein können mit blankem Arsch oder Nimm so. dann. Wuh.
Mit so einem Krankenhauslatz, meinst du? Genau. Nee. Nee, aber wie gesagt, ja. Vielleicht werde ich die irgendwann mal ersetzen lassen, die Mülls, aber da habert's auch noch am Geld gerade. Ne? Und ich glaube, das ist Verstehe der ungefähr, einzige. was du meinst. Ja. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum das Jojo nicht mittlerweile machen. Also ich meine, es ist ja meistens der Grund. Ich weiß auch gar nicht, wo das hinführen soll in der Zukunft. Tja, solange man nicht zu arrogant wird, ist das, kann das, kann man Also, nicht irgendwie. hallo. Nein, 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 Ich jetzt. und arrogant, ich bitte dich. Naja, nein, was ich meine ist, man wird schnell unvorsichtig, wenn das große Geld winkt, aber manchmal ist es echt sinnvoll, dann zu sagen, nee, das mache ich nicht. Ja, aber ist das nicht eigentlich unlogisch? Weil genau da, wo das große Geld winkt, ist doch auch die größte Gefahr, weil es nicht jeder Idiot machen will, oder? Ja, genau, deswegen sage ich da ja, das große Geld nehme ich nicht, das nehme ich gar nicht erst an. Das ist auch bescheuert, glaube ich. Viel zu gefährlich. Wer will denn sich mit riesen Dingern anlegen überhaupt? Beziehungsweise, Bescheuert. was ja auch gut mal sein kann, hier, ich bezahle dir ganz viel Geld und am Ende heißt es dann, du kommst zum Geld abholen und der knallt dich ab und sagt, Edge. Das sagt dann gar, also das kriegst du gar nicht mehr mit, wenn der Age sagt dann, oder? Aber wenn er Edge sagen würde, ja, du hast recht. Ja, bei Karl Kambat Mage, da Ich war vor glaube, kurzem doch. der heißt anders. Nee, ich glaube, der heißt Combat Mage. Also Guso hat mir das gesagt, dass der Combat Mage heißt. Guso ist bestimmt da ganz wissend. Du kennst Guso? Nee. Achso, hast du nicht das mit dem Maul mitbekommen, mit dem Streitwagen-Luttenrennen? Ja, hier. Guso von Rasputin der Zweite. Siehst du, kennst ihn doch. Ja, aber jetzt nicht persönlich. Ich weiß auch nicht, ob der sich da so gut mit okay, Nuttenstreitwagenrennen, Combat Mage, alles klar. Jojo hat ihm die Wägen gebaut. Warum hätte ich da nicht drauf kommen können? Alles klar. Ja, so sind wir halt, ne? Krieg ich das Ding noch fertig, währenddem wir eigentlich reden? Den Transformer für sie? Machen wir noch mal eine Software- und Logikprobe. Echt, willst du mich das würfeln lassen? Sag doch einfach. Habe ich Das jetzt ist eine Dings, Fluff-Awesomeness-Probe, Mann. Software und Logik, 4, 4, 8. Gut. Fluff Awesome Probe. Ich möchte die gleich Ja, Mann. wegätschen. Nee, mach ich nicht. Warum denn nicht? Halt Ihr dürft nicht so doof. viel Edge haben, sonst könnt ihr im Kampf tatsächlich irgendwas machen. Das geht nicht. Ich will gar nicht mehr kämpfen, das war viel zu krass, Alter. Hey, ich fand das Ah, super. ein Erfolg, nur schade. Ein Erfolg. Oh, warte mal, ich hab vier Einsen, Freundchen. Oh, bei 8 Würfeln, 4 Einsen ist nicht gut, ne? Du hast das Model fertig. Und du merkst Nein. dann, was sie für eine Software auf dem Comlink hat und dass das in keinster Weise kompatibel sein wird, weil das mit Technomancer-Materie immer ein bisschen schwierig ist. Das heißt, das Model steht, sieht auch ganz gut aus, kann sicherlich noch ein bisschen Feintuning vertragen, wenn du da Bock hast. Aber du müsstest es halt nochmal überarbeiten, damit es bei ihr läuft. Ah, shit. Ah, ich hab grad was fertig gemacht. Guck's dir mal an, ich mach das Bild auf AI auf. Cool. Das, Hast du es irgendwo fuck. gefunden? Nö. Das hast du jetzt selbst gemacht in der Zeit. Das war jetzt gerade, aber das läuft mit deinem Comlink leider nicht ganz. Ich hab grad gesehen, du hast keinen Avalon, so wie ich. Der Typ, ne, der Welcher das machen Typ? sollte mit der Software einstellen von Jojo, der konnte anscheinend wirklich nicht viel. Oder Ja. du bist auf jeden Fall falsch im Nagelstudio und für das große Geld eher bei einem Softwareentwickler gut aufgehoben. Eins von beiden. Erzähl das bloß keinem, okay? Natürlich nicht. Gut, du weißt von nix. Du weißt ja auch noch nichts. Was denn? Na, so was wie heute, ist alles. Es bleibt alles unter uns. Wer sind Sie denn überhaupt? Was sitzen Sie mit mir am Tisch und essen meine Torte? Tut mir leid, das war der einzige Tisch, der frei war. Ach so, okay, dann ist das genehm. Dankeschön. Mein Name ist Frau Krause. Frau Krause. Krause. Das ist ja Von ein sehr schöner Kräuselhaar. Name. Von Kräuselhaar. Ja. War das quasi ihre menschlichen Eltern, die da noch Kräuselhaar hießen, oder? Das kam von mütterlicherseits. Okay, Und okay. meine Base hat mir den Namen vermacht, als ich geboren wurde. Ah, die Base natürlich. Die stechende Base. Deine Blase hast du aber noch, oder? Meine Blase, natürlich. Ich kann auch gut blasen. Die wird etwas rot. Wieso wird sie jetzt rot? Weil Vicky schon Ist. immer eine verklemmte Bitch war, außer wenn sie besoffen ist. Also, Vicky? Warst du mal wieder Immunschein mit, Immunpipe mittlerweile? Ist das Ding, wo Von ich besoffen Sashi. bin? Nee. Du musst da die Tage nochmal mit uns hin. Die haben jetzt den Bossfight. Grubenkampf oder was? Nee, Grubenkampf war mal auch, da muss ich auch mal wieder hin. Nee, ich meine hier den Bossfight. Und zwar, pass auf, die haben jetzt Minions, die muss man trinken.
Und dann, wenn man die Minions weg hat, dann kriegt man nochmal den Bossfight, den muss man zusammen bestehen. Also jeder kriegt zwei Minions und dann kriegst du einen Bossfight und dann muss man das wegtrinken. Und es ist wohl ziemlich heftig. Aber Jojo ist eine Pussy. Und ich sag immer, ich will nicht trinken, ich will, ich mag nicht, ich hab Glaube ich Angst dir vor nicht, du dir und lügst mich an. Spaß. Doch, so ist es doch. Du weißt doch, wie sie mit der Kirsche gefeitet hat mit dir von dem. Ja, Nein, ich mag nicht. mit der Kirsche, das will immer niemand mit mir trinken, weil die sagen alle, das ist super eklig, aber die haben alle einfach Unrecht. Und du hast deine Auf. Kirsche auch hinter dich gekippt, ich weiß das. Ja, ich trinke ja auch nur gutes Zeug. Kirsche ist gut. Die klebt Nee. ein bisschen am nächsten Morgen zwischen den Zähnen, aber sonst ist die lecker. Ich glaube, die klebt auch noch mal beim zweiten Mal durch den Kopf gehen lassen, oder? Das ist so eine Imprägnierschicht, da kann dann das zweite Mal durchrauschen und du behältst nichts im Mund. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so ist. Ich möchte es auch gar nicht rausfinden. Auf jeden Fall müssen wir dann doch demnächst noch mal ins Moonpipe und dann müssen wir auch Jojo mit einpacken und dann überreden wir die beide, dass wir einen Bossfight Und wie heftig ist der so? machen. Wir sind ja Mädels, alle. Das heißt, wir dürfen nicht so heftig trinken wie jetzt zum Beispiel Orks. Also Orks trinken da mehr, wir trinken weniger. Also ist es fair. Also Sashi ist da schon fair. Er macht's schwer. Aber ich hab da so ein paar Tricks noch im Ärmel für uns. Anti-Ethanol-Patch oder was? Nee. Sondern? Amphetamin. Okay, damit ich das jetzt so willst, bei einem hochprozentigen Getränk, was irgendwie schwer ist, weil man zu besoffen ist, willst du dann noch mit Drogen kommen? Gegenarbeit nennt sich das. Das ist dann positiv und negativ hebeln sich aus. Nee, da bin ich raus. Da, nee. Dann trinkst du einfach nur ohne das andere Zeug. Wir gucken mal. Ich Du arbeite bist auch gerade so an meinem Ruf, verhalten. dass ich nicht immer nur als die irgendwie, ne, besoffene rüberkomme und dann jetzt Bossfight. Ich sehe schon mich ganz viele komische Anrufe machen dann. Ist der Ruf erst einmal zerstört, lebt es sich ganz ungenört? Oder wie war das? Noch ist er nicht ganz zerstört. Ich kann auch dran arbeiten. Gut. Hoffe ich. Dann weiß ich ja nicht. Also Wir eigentlich können ja müsste mal ich ja. gucken. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn Ja, man ist den ja nicht schafft. wichtig. Und dann können wir noch andere Leute dazu holen. So sieht's aus. Wir können uns hier noch lustige Leute für den Abend einfach dazu holen. Ach so, na, das ist ja gut, wenn man sich dazu zu zehnt oder so rantraut, dann geht das ja bestimmt. Zu 10 weiß ich es nicht, aber je mehr Leute mitmachen, desto schwerer wird es wohl. Ach so. Aber keine, also einen Troll sollte man es nicht dazu holen. Ich hatte schon gesagt, wir sollten uns vielleicht Uli dazu holen oder Zappel oder sowas, aber dann wäre Nee, das wohl Zappel schwerer nicht. geworden. Nicht? Der ist doch so nett. Zappel's nett. Ja, Zappel will dir prinzipiell nichts Böses. Aber Ja. Zappel hat sich nicht unter Kontrolle. Okay. Nee, er hat sich schon meistens unter Kontrolle. Aber gerade mit Alkohol, wenn dann so die Hemmschwellen sinken und so. Zappel kann einfach viel schneller tun, als er denken kann. Und das ist jetzt nichts irgendwie von wegen, Trolle sind dumm. Wenn ich das hätte, was er hätte, dann könnte ich auch viel schneller tun, als ich denken könnte. Und das ist nicht gut. Also ich Das hab, ist der ey, ganz verkorkste ehrlich, ich hab Reflexbooster, inzwischen oder? Schiss. Ja, er hat irgend sowas in der Richtung. Ich hab echt inzwischen Schiss vor ihm. Echt? Ach, jetzt verstehe ich auch, warum du die andere Nacht da so komisch reagiert hast, als ich Spaß gemacht habe. Oh, scheiße, du hattest ja auch. Oh, jetzt hab ich vergaß total. Scheiße, es tut mir leid. Das ist okay, das kannst du ja nicht wissen. Das sind meine Probleme, damit muss ich ja nur klarkommen. Naja, Aber ich das muss ja Ding nicht ist einer von einfach, beiden. wenn du gesehen hast, wenn es mal Stress war, war unterwegs mit ihm, geschäftlich, und da gab es Stress mit jemandem. Und in der Zeit, wo du einmal blinzelst, steht Zappel schon in dem Typen drin, quasi. Dann wird dir anders. Das kann doch aber auch ganz nützlich sein. Das kann ganz nützlich sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das unter Kontrolle hat. Verstehe schon. Na gut. Ja, Nee, er ist auch echt ein netter Typ. Und es ist nicht gerechtfertigt, dass irgendwie alle mal gesagt haben, mit dem will ich nicht mehr, weil der irgendwie jetzt, er wirkt ja ein bisschen unmenschlich, gerade das mit dem Blinzeln. Das ist nicht gerechtfertigt. Er ist echt ein guter Typ und er würde einen Haufen Zeug für seine Kumpels machen, aber ich hab einfach echt Schiss. Ja, das verstehe ich auch mittlerweile. Aus welchem Grund? Nee, da muss man jetzt auch nicht weiter drauf rumreiten. Jo. Ich werde mich jetzt nochmal bald vom Acker machen. Und dann, falls ich heute Abend noch irgendwo hinfahre, soll ich dir Bescheid geben? Sorry, aber ich gehöre echt ins Bett. Wir können irgendwann mal Ach ins so. Moonpipe, aber ich bin. Alle. Sagen wir einfach, in ungefähr 9 Stunden wird mein Longhaul aufhören zu wirken und dann werde ich sowieso einfach nur Ach, umkippen.
Du Scheiße, du bist auf Longhaul. Ja, nee, dann wow, Respekt, dass du überhaupt noch irgendwas machen kannst, gerade. Na, das geht ja einigermaßen. Ich meine, wird irgendwann ein bisschen unkonzentrierter, aber dafür ist es ja da, dass man wach ist. Ja, aber, naja, gut, okay, sage ich es weniger zu. Nee, dann guck du mal, dass du bis 9 Stunden im Bett liegst irgendwie und Du abschalten guckst mal, dass du kannst. heute noch dir eine Torte kaufst, noch eine richtige. Eine Torte? Oh, eine Torte. Eine Torte. Ja, Torte. Lecker Törtchen. Nee, ich weiß nicht. Mal gucken, ob ich. Wie gesagt, du musst das immer in Differenz sehen. Bei uns Elfen wird da nicht so groß gefeiert. Hier, yeah, Happy Birthday und. Erzähl mir keine Scheiße, ich hatte Elfen in der Schule. Und auf Arbeit. Ja, Elfenkinder, das ist wieder was anderes. Wenn man ein gewisses Alter bei den Elfen erreicht, dann wird man ja Du gesetzter versuchst und. mich doch schon wieder zu verarschen. Nein! Denkst du, ich kenne Wieso? keine Elfen? Kennst doch keine Elfen. Kennst du Elfen? Wen kennst du denn? Mich kennst du. Billy, Foxy, übrigens, das ist ingehen, ne? Ich hab eine Wieso Weile. sagst du eigentlich immer Billy oder Foxy zu mir? Weil Jojo dich immer so nennt und das ist halt schwer dann umzuschwenken. Ich weiß nicht, du hast dich als Foxy vorgestellt, also bin ich Ich jetzt bin ja auch Elfe. Foxy. Genau, und leider kommt mir manchmal das andere über die Lippen. Aber trotzdem, du kannst mich nicht verarschen. Ich habe gearbeitet und da gab es auch Elfen, die gearbeitet haben und die haben Geburtstagsfeten gemacht. Da wurden 4 Monatslöhne für die Feier rausgeschmissen. Ja, das waren aber bestimmt alles so erwachte Elfen, die erst vor kurzem. Ich bin ja eine Ah, reinblütig geborene Elfe. Man kennt ja die Elfen-Goblinisierung, die kennt man ja. Ja, die ganz normalen, erst später aufgewachten Elfen. Aber meine Großmutter war ja schon Elfe. Aber deine Base war ja hier gräuselig. Von Krausel, von Kräusel. Sehr Ach, krauselig. adelig auch noch, hat natürlich der gute alte Elfenadel, ne? Ja, natürlich, aus Holland, Van. Van Krauskewitz. Wo ist meine Mieze? Nicht doch. Kennst du nicht, gell? Nee. Pfeifel der Mausfallerer? Nee, nichts. Nee, gar nichts Böses. Okay, Du weißt, ich bin jung und unerfahren. gut. Was? Nee, ich hab grad. So. Nee, du kaufst in der Torte und ich überleg mir, was wünschst du dir zum Geburtstag? Eine neue Mädels. Nee, nix, gar nichts. Ich bin einfach nur froh, wenn Leute da sind. Wenn man. Das ist doch. Das war jetzt schon ein Geburtstagsgeschenk. Hast mich total überrascht und schönen Nachmittag jetzt beim Kasse Taffee getrunken und schön erzählt. Und Ich gute sehe, Tipps. ich sehe schon. Natürlich kann ich eine Lady nicht fragen, was sie sich wünscht. Ich werde mir was überlegen. Ach, bitte nicht in irgendwelche. Klischees Pelzgeschäfte, abdriften. Pelzgeschäfte gehen und natürlich trägt Billy im B-Gebiet ihren Pelz, ne? By the Na, way, an ihrem aber Geburtstag. Also, Alter. hallo. Hallo. Sie ist der Star des Bürgersteigs. Keine Bordsteinschwalbe doch. Hast du diesen Pelz gesehen? Ich finde, den könntest du mir auch kaufen, Schatz. Ja, dafür habe ich kein Geld. Im Mai übrigens, ne? Wir haben 17. Mai und sie rennt im Pelz durch Moskau. Das ist völlig irrelevant. Es wird Pelz hier tragen. Dekadenz. Wenn da unten so ein richtiger Strom an Schweiß rausläuft, das ist egal. Da wird Pelz hier tragen. Nee, da wird auch kein Strom ausschweigen. Billy schwitzt doch nicht. Jetzt geht das wieder los. Ich glaube, ich brauche wirklich noch so einen Filter, wie Jojo hat. Ja, so ein Metabolismusfilter wäre schon sehr cool. Ich Und glaube, Dietware? Dietware, ja, dann. Nein, ich möchte meine Fitnessstudio-Sachen beibehalten. Das ist sehr wichtig für die Evolution des Charakters. Harte Arbeit und Schweiß. Der immer nach Rosen duftet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du beim Metabolismusfilter auch nicht mehr schwitzt oder ob der Schweiß nur nicht mehr stinkt. Ich glaube, du schwitzt sogar noch. Ich Das glaube, ist, du ja, du musst schwitzt auf jeden schwitzen. Fall noch, sonst stirbst du ja Schwitzen irgendwann ist einfach. richtig, weil Schwitzen ist Regulation der Haut, das ist wichtig. Ja, schon ganz sinnvoll, ja. Kannst ja nicht immer Eiswürfel in der Tasche haben, ne? Doch, seitdem ich flirte wie ein Wilder, habe ich immer Eiswürfel in der Tasche. Wild würde ich das nicht nennen, aber das ist egal. Die Gosche verabschiedet sich auf jeden Fall. Du kannst dir nicht vorstellen, jetzt neben mir sitzt meine Pelle, hört, dass ich sag flirte und dann kriege ich hier einen auf die Waffel, Alter. Hol mal Jetzt, deine Perle ran. ja, die hört dich zwar jetzt nicht, aber du kannst jetzt was sagen? Nee, die hat Achso, dann Kopfhörer müsste ich auf. an Englisch, dann müsste ich an Englisch. Nee, das ist ja. Pf, Alter, Oh, bitte. so weit reicht's nicht. Ja, bitte. He's flirting with me. I'm flirting with the trolley. And I'm not that sexy. And he's not that sexy, he says.
Jetzt hat sie tatsächlich gesagt, jetzt sagt sie tatsächlich, sie ist so schlecht, dass ich jetzt sogar schon mit dir flirten muss. Okay, I'm that sexy. Okay, er ist so sexy. Never mind. Okay, pass auf, Kerle, wenn die Dotter sich verabschiedet, dann hat Billy natürlich gezahlt. Und weißt du, was sie noch machen will? Ich bin ganz Ohr. Achtung, sie möchte zum Professor Dr. Ivanovich fahren. Wegen? Vor kurzem hat er ihr doch gesagt, dass sie doch einfach mal vorbeischauen soll, die Tage. Ach so, ja. Und es wäre an der Zeit, dass sie einfach mal zum Doktor fährt. Ohne irgendwelche Gründe tatsächlich. Vielleicht möchte sie Ephedrin kaufen, aber ansonsten. Weil Ephedrin braucht sie ja für ihr Eibs und deswegen wird sie da jetzt mal hintuckern. Sie wird aber in der Praxis zuvor anrufen und fragen, ob der Doktor gerade frei ist. Also die nächste in absehbarer Zeit. Er ist in absehbarer Zeit frei. Dann wird natürlich Billy sich entsprechend hiermit ankündigen und dann natürlich, aber, ja. Aber sag mal, zu wem fährst du nochmal? Wie war zu wem? Ich habe doch gesagt, zum Professor Dr. Ivanovich in die Praxis. Zu wem? Zu wem fährst du nochmal? Ach, du magst den Namen nur so gerne. Professor Dr. Ivanovich. Nikolai Ivanovich. Ach, Nikolai Ivanovich. Das ist wichtig, sonst kann ja, ich was? Doch nicht ab. Nee, was? Professor Dr. Med. Nikolai Ivanovich. Professor Dr. Med. Medwurst. Junggeselle, Bachelor ersten Grades seines Zeichens. Fortpflanzungsorgane wurden ihm abgeschnitten, um sich nicht von der Arbeit abzulenken. Natürlich. Richtig. Das ist Dedication, sag ich dir. Und ja, da wird's jetzt hinfahren nochmal. Professor Dr. Nikolai Ivanovich, du fährst dahin. Richtig. Er empfängt dich gar königlich. Erstmal ist er Prinzessin, halt, weißt du, wenn... Oder königinnenlich. Ladyhaft. Nein, königinnenlich möchte ich jetzt empfangen werden. Königinnenlich. Das heißt mit Tee und Plätzchen. Heu. Und da die kleine Hupfdohle dabei ist, ist er auch weniger fahrig, viel entspannter, weißt du, das ist cute. Das Ding bei ihm ist ja aus irgendeinem, also der Grund ist nicht ganz klar, aber der findet dich ja schon ganz dufte. Ach, wie, ich muss rauf auf den, auf die... Puh, das müssen wir auch verfügen. Nee, ich glaube, der weiß der ja, was ich ganz bin. Du, na, das weiß er ja auch. Aber no. Der findet dich auch so ganz dufte, so menschlich. Ja. Er ist bloß jetzt nicht der große Konversationsmacher. Also der ist ja doch etwas zum Teil unbeholfen. Das heißt, wenn du irgend... Also er versucht immer mal mit sowas um die Ecke zu kommen wie Wetter und Dingen. Aber er ist da nicht der Könner. Das heißt, du müsstest ihm vermutlich eine Vorlage geben, um ein adäquates Gespräch etablieren zu können. Sophisticated. Scheiße. Sophisticated. Wenn du das wünschst. Ansonsten können wir das auch beschreibend abhandeln. Na, mir ging es in erster Linie jetzt erstmal nur darum, dass ich bei ihm auftauche, ohne dass ich irgendwas von ihm will. Okay. Also es ging jetzt wirklich um Beziehungspflege eigentlich des ja. NSCs. Das ist ja auch nicht so ganz einfach mit dem, pass auf. Nee. Ihr unterhaltet euch ein bisschen, du bist ja charmant und königinnenlich genug, um auf seine, nicht Avancen, aber um auf seine, um seine Defizite im sozialen Raum ausgleichen zu können. Mhm. Und wenn ihr da halt noch ein wenig gelabert habt, wo er dann auch keine Patienten annimmt in der Zeit, die werden ja direkt vom Türsteher abgewiesen, dann kommen halt die ganz normalen Tests hier. Zum einen natürlich, wenn deine Milz schon fehlt, auf spezielle Bakterien, die ja da irgendwie jetzt abgehen könnten, die du alle nicht hast. Dann halt deine Technomancer-Tests, die es da so gibt. Ja, vor allem. Vor allem. Nach dem Eibs checken wahrscheinlich auch, ob es nicht stimmt. Ja, genau, und da auch gleich mal ein paar Medikamente mitgeben. Yay, Ephedrin wieder. Genau, und ansonsten, glaube ich, hast du ja auch nichts, was man besonders abchecken müsste, ne? Das dauert ja auch schon eine Weile. Ich werde mit ihm halt, wie gesagt, mir ein paar, einfach nur ein paar Themen von Tagen so rauspicken. Ja. Ob irgendwas ist bei ihm in der Praxis, wie die Praxis halt läuft, wie es ihm geht und dass ich so froh bin, dass ich ihn hab. Oh. Dass ich so stolz bin und dass es mir leid tut, dass ich ihm so auf den Nerven lag eigentlich die letzten paar Male. Dass ich quasi seine Nerven in Anspruch genommen habe, wo ich doch weiß, dass er wichtige Dinge zu tun hat. Das wird er abwiegeln und sich darüber aufregen, dass die Leute auch immer wieder mit Lappalien zu ihm kommen, die
Na, die halt einfach Lappalien sind und gleichzeitig nochmal so ein hier, ne, sind die ganzen anderen Docs einen reinschießen, dass das für einen Ausschlag untenrum sollen sie gefälligst in ein öffentliches Krankenhaus gehen, das kann jeder Pfleger Ja. behandeln. Oder selbst mit dem Internetdoktor kann man doch gewisse Sachen noch gut behandeln, wenn man sich nur etwas belesen würde. Gehst du einfach in die Apotheke, ne? Sagst du, hör mal, ich habe hier einen Scheidenpilz. Essen Sie weniger Hefe. Alter, wie isst du denn deine Hefe? In Würfeln, einmal pro Tag, in Wasser aufgelöst und Zucker. Darum ging es mir nicht. Ich frage mich eher, wie dein Verdauungstrakt funktioniert, dass du davon Scheidenpilz bekommst, wenn du Hefe isst schon. Zucker! Da entzünden sich immer meine Lippen, weißt du? Komm, warum springst du jetzt nicht auf den Zucker an? Weil ich den nicht verstanden habe. Wie, du kennst doch Man in Black? Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass du nicht die Schabe. Ja, der Film, den fand ich nicht so geil und Ja, weil deswegen. die Schabe war sau Ja, gut. Zucker, doch, jetzt, wo du es sagst. Hier den Hals mal, hier den Kopf so in den Hals reinnehmen. Zucker! Mehr! Fand ja auch seine Ali ganz geil, die einfach macht, was der Typ sagt. Weißt du, das ist noch weiblich geil. Das Das ist mal. brauchen wir. Die braucht erstmal einen Genickschlag, einmal durchgekämmt. Entschuldige, ich habe hier einen Elefanten neben mir sitzen. Ich Hört man liebe mich so, das. wenn ich wieder irgendwie rumwackel, so wie jetzt hier, ne? Jetzt geht's gerade. Ich höre das immer nur in der Aufnahme, weil ich, also eigentlich höre ich es gar nicht, wenn du irgendwas wackelst, sondern ich sehe es, wenn ich alles schneide, weißt du? Da sehe ich diese Ausschläge immer. Und dann denke ich mir immer, dem gebe ich auch nochmal irgendwann einen Ausschlag anal. Scheidenpilz Auch oder so. so. Ja. Bring Hefe mit. Du kennst doch Hefewürfel, oder nicht? Natürlich kenne ich Hefewürfel. Gut, wenn man Pizzateig zum Beispiel macht, gibt es doch nicht diese Trockenhefe, das macht man ja nicht. Man gibt ja diese Hefewürfel, diese wunderbar Tatsächlich stinken. lebenstauglich genug, Hefewürfel zu kennen. Gut, ich bin ja schon wieder zufrieden. Nee, sie wird dann Spaß mit dem, also ganz kurz noch, sie wird Spaß mit dem Dr. Nikolai Ivanovich haben. Und nein, nicht so. Oh. Zum Schluss, ja, wenn ich komme. Und dann wird sie irgendwann nach Hause tuckern. Und weißt du, was ich die Tage auch noch machen will? Das möchte ich jetzt schon mal ankündigen, weil wir hatten es noch nicht wirklich drüber geeinigt, wie das mit der Datensuche mit Troja auslaufen wird. Oh ja, das ist interessant. Erzähl mal. Billy möchte intensivst, also wirklich intensivst, das heißt über ihren normalen Schlafrhythmus hinaus nach entsprechenden Informationen über Projekt Troja suchen in Bezug auf Irkast-Vai, in Bezug auf Rabutnik, in Bezug auf verschwindende Menschen, Namen wie Gordej Fomin und dergleichen, in Bezug auf Immunsuppressiva, in Bezug auf irgendwelche Implantate der Bio- oder Cyberware und in Bezug auf die letzten 10 Jahre an Daten filtern. Und sie möchte sich dazu auch einen Datensprite registrieren. Das möchte sie tun. Ist das jetzt zu viel verlangt? Warte, also Irkast-2, Rabotnik, Bio-Cyberware, verschwindende Menschen. Ja. Ich muss ja mitschreiben, deswegen. Ach so, Entschuldigung. Ach so, Hä? ja, das nehmen wir noch. Warte mal, Ist also ne, Irkast-2, Rabotnik, Bio-Cyberware, verschwindende Menschen, was war's noch? Die letzten 10 Jahre. letzten 10 Jahre über IRCAS2, Leute wie Gordej Fomin, Und Projekt Immunsuppressiva, ne? Yes und Implantate, hatte ich schon gesagt, und all den Kram. Okay. Ha, ja, das, Alles klar, ich werde dir das nächste Mal dann. Also, ne? Jo, also wie gesagt, ich würde mir halt was kompilieren, was mir bei der Datensuche entsprechend hilft. Weiß nicht, ob du das gewürfelt haben willst oder nicht, oder. Will ich nicht zwingend, das ist schon okay. Okay, also nur, dass ich schon mal angesagt habe, ich mache es nicht alleine, ich hole mir entsprechende Verstärkung aus der Matrix mit einem, ja, von einem Sprite. Gut. Gut. Schick Und mal hin. damit Damit würde können wir ich jetzt, dann ja? jetzt, ja, die Session quasi. Das war jetzt eine Du wirst das Solo-Session letzte mit. Wort haben, ne? Nee. Hast aber nicht. Ich weiß. Okay. Ich schenk's dir auch. Es gab immer einen Mann, der sagt, pst, Ja, pst, www.psst.com.org. Gibt's das echt? Ja, nee, das war auch bei Austin Powers, wo er zu seinem Ah. Sohn die ganze Zeit sagt: Ja, das war schon ziemlich geil. Schubbela! Schubbela! Okay, du hast das letzte Wort jetzt, ich bin ruhig. War nicht so geil, ne? Das war kein Wort. Das ist schlecht. Tja, dann ist schlecht.
Yay, die beiden Herren der Schöpfung mal ganz allein in einer Session zusammen ohne Flummi. Also Leute, macht euch keinen Kopf bitte, wer gedacht hat, dass Flummi raus ist, der hat einen an der Waffel. Der geneigte Zuhörer hat natürlich erkannt, dass das alles nur eine Farce war, deswegen gab es auch kein Intro dieses Mal, sondern wir haben genau das genommen, wo wir eingestiegen sind. Das bedeutet also nur Spaß. Flummi ist immer noch da, Flummi bleibt uns erhalten, Jojo bleibt erhalten, die beiden Damen zusammen, ich meine hallo. Wir können ja dann den Trolley rauswerfen, das stört ja keinen, aber die Flummi und der Düse, die müssen doch zusammen weitermachen. Die beiden gehören doch einfach zusammen. Yo, Session 7 durch. Session 8 wird heute Abend gespielt. Wir haben schon vorproduziert. Ich habe schon angefangen, jetzt nochmal die Test-Session 1, 2, 3 und 4 durchzuschneiden und in Häppchen zu teilen, wobei mir aufgefallen ist, dass mir ein paar Stücke fehlen. Ich muss mal gucken, ob ich die noch habe. Ansonsten hoffe ich doch, dass der Trolley die irgendwo noch hat und damit die hochladen kann. Yo. Ich glaube, wir haben jetzt auch einen Facebook-Account. Ich habe keine Ahnung, ich benutze keine diese komischen Dinger da, die ihr alle benutzt und dann Farmland spielt und so einen Scheiß. Mache ich alles nicht. Ich glaube, ich hab's eigentlich soweit. Ich grüße wie immer eine Liste von Subscribern. Alle spreche ich nicht aus, aber wie immer erwähne ich dann halt ein paar Einzelleute, so wie der Trollstrolch und die Snowcat, die schön bei uns auf der Seite immer posten. Ich freue mich darüber immer ganz besonders und gebe auch gerne Kommentare zurück. Alle anderen sind auch herzlich eingeladen, auf unserer Seite zu posten. Natürlich Scoo, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hat vor kurzem wieder auf YouTube gepostet. Ich habe ihn noch darum gebeten, dass er mal bei uns noch auch ins WordPress reinschaut und vielleicht mal noch das ein oder andere Kommentar schreibt. Jetzt bettel ich schon nach Aufmerksamkeit, ne? Er ist schon ein bisschen arm. Also lasse ich es lieber an der Stelle. Und weil ich an der Stelle gesagt habe, fällt mir ein, dass ich an dieser Stelle, wie immer, dran anknüpfen muss an das Ganze, was ich schon gesprochen habe, und darauf hinweise, dass Shadowrun der Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten gehört, Nordamerika. Ich glaube, Kanada gehört auch dazu, also nicht offiziell zu den Vereinigten Staaten, aber ich glaube, Tops ist da auch aktiv. Keine Ahnung genau. Wie dem auch sei, Tops Incorporated und Shadowrun wird vertreten in Deutschland durch den Pegasus Verlag. Yo! Kremlkrauts, also sprich Ivan Ivanovic und die Kremlkrauts, beziehungsweise Ivan Ivanovic and Kremlkrauts, laufen unter der Common Creative License, so wie wir auch, Common Attribution 3.0. Das heißt, wir dürfen uns Stücke bei denen rausschneiden, dürfen die auch wieder benutzen, es sei denn, es wurde anders vermerkt. Da wir nach wie vor bei deutschem Essen in Russland sind, von den Kremlkrauts, haben wir immer noch das Recht, dieses Stück zu benutzen. Aber nichtsdestotrotz würde ich doch vorschlagen, schaut mal bei denen rein, ladet euch die Stücke runter, sagt Hallo bei denen auf Soundcloud. Dort findet ihr die soundcloud.com. Uns findet ihr wie immer auf White Russians sr5.wordpress.com oder auf YouTube, wo ihr auch euch die Sachen angehört habt. Oder halt irgendwann bei der Polizei in Verwahrungshaft. Oder vielleicht auch in der Klapse, das weiß man nicht so genau. Ach ja, ich hoffe, ich habe es schon auf WordPress-Seite gepostet. Falls ich nicht getan habe, hier noch mal im Outro schon angemerkt. Ich hoffe, ihr habt nicht frühzeitig abgeschaltet. Sollte mal jemand Interesse daran haben, die Audio-MP3s, die wir quasi jedes Mal in MP4 umwandeln oder hochladen, also sprich ohne Video für zu Hause oder für iTunes oder für lange Autofahrten, Zugfahrten, Urlaub oder sonst irgendwas haben zu wollen, könnt ihr euch gerne mal bei mir melden. Dann könnt ihr gerne mal schreiben, wie wir euch die Sachen zukommen lassen sollen. Ich wollte es jetzt noch nicht auf iTunes hochladen und auf fileupload.com könnte ich es zwar tun, aber die Frage ist, ob sich der Aufwand lohnt. Also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann könnte ich euch ein WinRAR oder ein WinZip fertig machen, könnt ihr euch die Sache irgendwo hochladen und dann sagt mir einfach Bescheid. Ich habe schon einen, der es gerne haben würde. Deswegen sage ich doch hier an der Stelle mal dem Rest Bescheid, der es vielleicht oder dies vielleicht haben möchte. Dann kann ich euch das zur Verfügung stellen. Sollte es große Nachfrage geben, dann würde ich tatsächlich mal schauen, ob wir es auf iTunes laden können. Denn dann würden wir quasi die Möglichkeit euch eröffnen, alles über iTunes Podcasts euch runterzuladen, so wie das Hidden Grid auch macht. Genau, an der Stelle sage ich nochmal einen lieben Gruß an das Hidden Grid nach Amerika. Greetings, guys, you're awesome. Das hat der Trolley schon beim letzten Mal gemacht, hat mich sehr gefreut, dass er mal wieder dran gedacht hat. Ich habe das nämlich lange nicht gemacht. Dann grüße ich Plüschgranate, die werden auch gerade wieder ein bisschen aktiver. Es scheint, dass die auch aus dem Winterschlaf oder so zurückkommen. Ich weiß gar nicht, ob mittlerweile Breadstone irgendwie aus Japan zurück ist oder nicht, aber wie dem auch sei. Wir grüßen sie an der Stelle, die Plüschgranate-Jungs, macht weiter so. Dickes Gratz und Lob an euch. Trolley hat noch ein paar Sachen gepostet. Und zwar gibt es noch die
Toxica on Tour. Das ist auch ein YouTube-Kanal, der betrieben wird. Die haben jetzt bis jetzt irgendwie nur 4 Folgen rausgebracht, soweit ich es gesehen habe. Also 4 Uploads sehe ich von denen. Könnt ihr mal reinhören? Könnte ganz interessant sein. Ich habe mir die erste Folge angehört. Die sind anders als wir, aber das macht ja nichts. Je mehr, desto besser. Und dann gibt es auch noch Cassandra's Run. www.cassandrasrun.de. Da geht es auch nochmal um Shadowrun. Ich muss noch genau reingucken. Der Trolli hat es rausgesucht. Soll wohl ganz interessant sein. Jo, kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Muss ich mir mal anschauen. Könnte tatsächlich was Tolles sein. Jo, bevor ich es unnötig aufblas, sag ich Tschüss. Wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl, eure White Russians. Und an der Stelle mache ich Tschüss.